Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich grüße euch zum heutigen Abend, die zweite Sendung hier heute am 23. Juli 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal. Wir haben es genau 20 Uhr, liebe Zuhörer, und wir gehen in einer Sendung, die letzte Mal leider aufgrund von gewissen technischen Hintergründen wir nicht absolvieren konnten. Aber heute ist er wieder bei uns und das ist der Andreas Klinksig, Universelle Harmonik. Auch diese Sendung ist wieder interaktiv. Das heißt, ihr könnt mitreden, entweder über das österreichische Festnetztelefon mit der Nummer 0043 für Österreich, 720-518-19 und die 7. Oder auch der Chatbereich ist geöffnet oder kommt direkt hier auf den Okitalk-Redesurfer. Da macht das viel mehr Spaß, richtig mit euch auszutauschen. Dafür ist Okitalk ja auch bekannt und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. So, Andreas ist heute da und ich möchte mal einen Artikel nochmal, den wir ausführlich geschrieben haben, hat Andreas Klinksig einen großen Sendetext. Die einen haben sie sicherlich gelesen. Infos, wenn ihr an Andreas eine E-Mail Kontakt aufnehmen wollt, ganzheitliche Wissenschaft Andreas Klinksig, und da ist die E-Mail-Adresse info@harmonik mit C 21, die zwei Zahlen, 21.net. Ich wiederhole, info@harmonik21.net. Ja, und das Thema universelle Harmonik. Die ganzheitliche Wissenschaft in der Rückerinnerung an die einstige geistliche Wissenschaft, die wir universelle Harmonik nennen, finden wir Antworten auf alle gegenwärtigen Fragen. Diese universelle Wissenschaft vermag die zahllose Splitter, die einstigen ganzheitlichen Spiegel wieder zusammenzufügen zur Erkenntnis des ungeteilten Seins. Und weiter lese ich nicht vor, sonst darf ich noch ein bisschen länger lesen. Und ich möchte, dass lieber der Andreas heute uns das Thema näher bringt. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Einen guten Abend zu dir nach Hause. Hallo, Okitalk. Hallo, lieber Klaus. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Lieber Andreas, vielleicht magst du noch ein paar Worte zu dir sagen, dass die Menschen, die neu hier heute zugeschaltet sind, so grob wissen, wer du bist, was du machst und warum du der bist, der du heute bist. Vielleicht magst du ein paar Worte noch dazu sagen, bevor wir dann in das heutige Thema einsteigen. Ich bin Visionär und Philosoph und habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Und auf meiner Homepage Harmonik, www.harmonik mit c21.org sind diese Bücher zu lesen und viele Artikel zu Themen, die die Zukunft tangieren. Also Visionen, wie die Welt aussehen könnte, Gedanken, die da sind, wenn die Menschheit soweit ist, tatsächlich mit dem Erwachen ernst zu machen. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich bei mir, ich habe die Aufnahme gar nicht gestartet, aber schön ist, dass da Leute sind, die aufgenommen haben. Das ist mehr merkwürdig und dann starte ich hier nochmal die offizielle Aufnahme bei mir. Aber es ist alles im Kasten drin. Da habe ich den Knopf nicht richtig erwischt. Passt schon. Aber dafür danke ich erstmal Roman, der heute im Studio ist, und auch der Jenne. Guten Abend auch. Sie sind heute hier in der Sendung als Begleiter mit dabei. Guten Abend, Jenne. Guten Abend, Roman. Schönen guten Abend euch und den Zuhörern da draußen. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, wunderbar. Und Andreas, gehen wir doch mal heute als Zeitgeist in dein Thema ein. Universelle Harmonik bedeutet für mich gesunde Kreisläufe. Kann das sein? Ja, also vom Wort her bedeutet das der Einklang des Vielklangs. Es ist universell, es ist ganzheitlich, es ist ein hochspannendes Thema und das auch schier unerschöpflich ist. Alles
ist miteinander verbunden und alles ist eins. Das ist die Wirklichkeit, die einfach heute noch nicht so gesehen wird, weil der Verstand getrennt vom Herzen und der Mensch glaubt, er sei von den anderen Menschen getrennt. Die Wissenschaften, die sich atomisiert haben in tausend und eine Spezialgebiete, jeder einzelne mit einer eigenen Fachsprache, die sich gegenseitig nicht mehr verstehen. Aber das ist sozusagen der Ist-Zustand der Welt. Und wie es sein könnte, oder die fantastische Wirklichkeit ist eigentlich mein Thema. Und vorhin hat Jenne vom Erwachen gesprochen, wo er meinte, das sollte besser Aufwachen genannt werden. Kann ich gut verstehen. Und die, also als die christliche, biblische oder jüdische Mystik, nachdem Gott aus einer Seite Adams Eva erschuf, fiel auf Adam ein tiefer Schlaf. Und an keiner Stelle der Bibel steht, dass Adam aufwachte. Ne? Darum, es wird jetzt langsamer Zeit. Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen korrigieren, wie ich das gesagt habe. Also vor dem Erwachen kommt das Aufwachen. Ja, also man sollte erst aufwachen, dann erwachen, zur Erkenntnis, von der Erkenntnis hin zur Verständnis. Genau. Dazu würde ich gern die Einleitung des neuen Buches, an dem ich gerade schreibe, vorlesen, auch als Einleitung für das Thema, die universelle Harmonik, weil das nimmt direkten Bezug auch auf dieses Erwachen oder Aufwachen. Ja, das Kali-Yoga ist vorbei. Und das Wassermann-Zeitalter hat begonnen. Aber auch wenn in allen Kulturen immer mehr einzelne Menschen erwachen, so kann doch dieses Erwachen nur ein teilweises sein, solange nicht alle erwacht sind. Diesem allgemeinen Erwachen stehen jedoch noch mächtige Widrigkeiten im Weg, die wir sehen sollten, um tatsächlich die Weichen für eine bessere Welt stellen zu können. Es handelt sich bei diesen Widerständen insbesondere um das jahrtausendlang gewachsene Massenbewusstsein, das sich tief in uns eingegraben hat. Vornicht zum Beispiel, das politische System der Diktatur des Kapitals mit der Zinswirtschaft und der etablierten Konkurrenzgesellschaft abgeschafft ist. Auch die wahren, die verschiedenen Religionen der Welt mit ihren Glaubensdogmen behindern noch eine wahre Transformation des ungeteilten Einsseins aller Menschen miteinander und mit Gott. Die Anmaßung allein selig machender Kirchen, Tempel, Synagogen und Moscheen, die wegen Pfründe und Macht tun, als bräuchten die Menschen sie als Vermittler zwischen ihnen und Gott, zementieren das alte Übel der Welt, dass sich die Menschen voneinander und von Gott getrennt wähnen. Nicht eher werden wir der göttlichen Gegenwart in unseren Herzen gewahr sein, bis wir die aufoktroyierten Vorstellungen von Sünde und Schuld im Erkennen überwinden, dass wir von Gott ewig in jener Vollkommenheit gesehen werden, in der er uns liebend erschuf. Und ein weiterer Hauptfaktor, der zugunsten eines globalen Erwachens des Herzbewusstseins zu korrigieren sein wird, die Verstandesdogmen des etablierten Wissenschaftssystems. Die universitären Institutionen verbinden die Macht des Kapitals mit den Interessen der Politik, indem sie über die Mittel der Forschung verfügen und die Richtung des zu Denkenden vorgeben. Dabei sind ihre Theorien auch nur Mythen und Glaubenssätze. Diese drei Haupthämmer,
im Erwachensprozess der Menschheit, müssen also von einem neuen, vor einem neuen goldenen Zeitalter einer wahrhaft erwachten Menschheit überwunden werden. Erstens die Konkurrenzgesellschaft mit dem korrupten Zinssystem, das viele Arme immer ärmer und wenige Reiche immer reicher macht. Zweitens die klerikale Bevormundung und Schuldverhaftung durch die Religion. Und drittens das materialistische Weltbild untermauernde System der etablierten empirischen Wissenschaften. Die fast in Vergessenheit geratene universelle Harmonik ist die älteste Wissenschaft der Menschheit überhaupt. Sie ist die Urwissenschaft des Bewusstseins von der höheren Wirklichkeit des Seins. Dieses ganzheitliche Weltbild ging der Menschheit im Laufe der letzten 2,5 Jahrtausende nahezu gänzlich verloren. Das Wort Harmonik bezeichnet wesentlich mehr als nur den musiktheoretischen Zusammenhang der Harmonienlehre, in dem es heute fast ausschließlich benutzt wird. Es bezeichnet die grundsätzlich harmonikalen Strukturen, nach denen sowohl der Mikro- und Makrokosmos als auch das organische und seelische Leben organisiert ist. Ob in der Natur oder in der Entfaltung menschlicher Kunstfertigkeit, ob in den geophysischen Gegebenheiten der äußeren Welt oder in den Bewusstseinszuständen innerer Reiche, von der ersten Keimzelle biologischen Lebens bis zum komplexen Organismus des menschlichen Wesens entsteht alles Sein nach dem wunderbaren Bauplan der universellen Harmonik. Die Sprache, Mathematik, Geometrie, Musik, Physik, Astronomie und Spiritualität sind nur unterschiedliche Emanationen desselben Geistes und untrennbar mit der höheren metaphysischen Wirklichkeit verknüpft, die der moderne Mensch aus seiner materialistischen Weltsicht weitgehend ausgeblendet hat. Die Menschen früherer Zeitalter sahen in diesen sich heute verselbstständigt habenden, separierten Wissenschaften einander vollkommen ergänzende Anschauung eines Weltenplans, den sie in den Erscheinungen der Außenwelt als Spiegelbilder ihrer inneren Wirklichkeit erkannten. Für sie war ihre Wissenschaft zugleich spiritueller Erkenntnisweg, durch den sie mit dem Urgrund allen Seins in lebendiger Verbindung standen. Die fast vergessene universelle Harmonik, das Wissen um die Wirklichkeit der Welt, wird sich im 21. Jahrhundert in Erinnerung bringen und den heute in zahllosen Wissenschaftsdisziplinen zersplitterten, einstmals holistischen Spiegel im Licht umfassender Erkenntnis des ganzheitlichen Seins wieder zusammenfügen. Die vielen separierten Wissenschaften wird sie in holistischer Schau des geordneten Kosmos und der planvollen Bewusstseinsentwicklung allen Lebens interdisziplinär einen. Deshalb ist der Ansatz der Harmonik geeignet, auch hinsichtlich der großen und drängenden Fragen der Gegenwart einen signifikanten Erkenntnisfortschritt zu fördern. Die universelle Harmonik kann dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Dankeschön, Dankeschön. Gibt es da schon Fragen, Anregungen dazu? Ich glaube, es wurde gut erklärt. Ich sehe, der Marc kommt da rein, gerade geschneit. Marc, hast du zu dem Einführungstext jetzt des Buches direkt eine Frage dazu oder Anregung? Nee, ich bin erstmal noch gespannt. Ich höre erstmal zu. Schön, dass du da bist. Guten Abend zu dir. Und Jenne und auch Roman, gibt es da was an Feedbacks? Ich muss noch mithören, unbedingt mithören, mit Begeisterung. Also, ja, wunderbar. Also du hörst, Andreas, leg einfach mal los. Wir tauchen richtig in deine Materie heute Abend ein. Prima. Also Musik, Mathematik, Geometrie sind als Klang, Zahl und Form nur verschiedene Ausdrucksformen desselben. Das war den alten Indern bekannt, den alten Ägyptern, den alten Chinesen.
Nur in den letzten 2500 Jahren ist dieses ganzheitliche Wissen verloren gegangen. Es ist sehr spannend, den Spuren zu folgen, den Spuren des Johannes Kepler, Pythagoras, Hermes Trismegistos, die die Überbringer dieses ganzheitlichen Weltbildes sind. Ja, vielleicht, da ich jetzt schon davon angefangen habe, ein bisschen zu dieser Geschichte der universellen Harmonik. Johannes Kepler, der im 16. Jahrhundert lebte und die Planetengesetze entdeckt hat, die noch heute Gültigkeit haben, der entdeckte, dass unser Sonnensystem in unmittelbarer Beziehung zu unserem Musiksystem steht. So dass er sagen konnte, hier an dieser Stelle müsste eigentlich auf den Notenlinien, hier an dieser Stelle müsste eigentlich ein Planet sein. Und da hatte man noch keinen entdeckt. Den hat man später entdeckt. Und an einer anderen Stelle hätte auch einer sein müssen, ein Planet. Da entdeckte man dann später die Asteroiden zwischen Mars und Jupiter als die Bruchstücke eines einstigen Planeten, der dort einmal existiert hat. So eng ist die Beziehung zwischen Astrophysik und Musik. Also ich möchte jetzt hier keinen Vortrag halten oder so, ich würde gerne mit euch ins Gespräch treten. Wenn bis hierhin eine Frage oder eine Idee da ist, würde ich gerne hören. Ja, ich sehe, dass der Germane, der Armin, bei uns ist. Ist gerade reingekommen. Ich rufe ihn mal. Guten Abend, Armin. Hallo zusammen. Hört ihr mich? Wunderbar. Sehr laut. Okay, dann rede ich ein bisschen leiser. Also diese ganze Geschichte mit der universellen Harmonik, das ist eigentlich total logisch, weil alles zusammengehört. Die Spezialisierung wurde ja erst im Späteren gemacht. Letztendlich natürlich, um die Menschen zu teilen. Teile und herrsche ist ja das System, das wissen wir ja alle. Was mich aber interessieren würde, ist bezüglich dieser Planeten. Dass da natürlich Bruchstücke vorhanden sind, das ist mir auch klar. Und ich weiß auch, dass es noch andere Planeten gab oder einen Planeten, der eben zerstört wurde. Und worauf bezieht sich das denn genau? Wie sind denn da die Verhältnismäßigkeiten? Das würde mich interessieren. Also das ist die Verhältnismäßigkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten der Musik zugleich die Gesetzmäßigkeiten unseres Sonnensystems sind oder des Universums. Das Universum spiegelt sich in unserem Musiksystem wie in unserem Zahlensystem oder in unserer Geometrie, weil das nur verschiedene Ausdrucksformen desselben sind. Also beispielsweise die einstige Ursprache von dem einstigen ganzheitlichen Weltbild wurde bewahrt, das Verhältnis von Buchstabe und Zahl durch die Araber und Hebräer, das Wissen um die Lautkraft der Buchstaben wurde bewahrt von den Indern und die Bildhaftigkeit, die symbolische Bildhaftigkeit wurde bewahrt von den alten Ägyptern. Und diese Dinge wieder zusammenzubringen als verlorene Bausteine sozusagen dieses ganzheitlichen Weltbildes, ermöglichte mir die einstige Ursprache zu rekonstruieren. Und das ist ein hochspannendes Gebiet, weil es ermöglicht, uns beispielsweise unseren Seelennamen zu erkennen und zu deuten. Und das ist eine tiefe Aussage, die mit sonstigen Namensdeutungen wenig gemein haben. Diese Beziehung zwischen Universum und Musik, zwischen Licht und Klang, ja, alles ist Schwingung.
Licht und Klang, Energie, Bewusstseinskraft sind eins. Und um aus einem anderen Zusammenhang von Musik und Zahl zu kommen, entdeckte Pythagoras auf dem Monochord die Beziehung zwischen Musik und Zahl, indem er feststellte, es sind alles ganzzahlige Verhältnisse, die Oktave, die Quinte, die Quarte, die Terz, mit den Ober- und Untertönen, die über dieses Monochord, über diese Saite auf dem Monochord erzeugt wurden, dadurch, dass sie in ganzzahligen Verhältnissen geteilt wurde, stellt in aller Deutlichkeit klar, dass also jede Zahl auch eine musikalische Proportion ist. Ob es jetzt wirklich Pythagoras entdeckt hat oder ob er auf seinen Reisen nach Ägypten, nach Indien, nach Persien auf der Suche nach diesem verlorenen ganzheitlichen Weltbild diese Zusammenhänge, diese und andere erfahren hat, ist jetzt vielleicht nicht so bedeutend. Man kann jedenfalls den Ursprung dieses ganzheitlichen Wissens noch viel, viel weiter zurückverfolgen. Zu dem römischen Gott Merkur, dem griechischen Gott Hermes, dem ägyptischen Hermes Trismegistos. Von all denen gesagt wurde, dass sie der Menschheit die Sprache, die Mathematik, die Geometrie, die Musik gebracht hätten. Und wenn man da weiter forscht, dann entdeckt man, dass Merkur Hermes ist, dass Hermes Merkur Hermes Trismegistus ist, dass Hermes Trismegistus der ägyptische Gott Tod ist. Und spannend finde ich, woher der Tod aus dem Nichts kam. Es wird nämlich auch von Henoch, das war der siebte Enkel von Adam und Eva, gesagt, dass er der Menschheit das Wissen um die Mathematik, die Geometrie, die Sternenweisheit, die Musik gebracht habe. Und da steht dann in der Genesis, er war Freund Gottes und wurde vor den Augen seiner Angehörigen weggenommen. Ja, wohin wurde er gebracht? Ins alte Ägypten, wo er tot hieß. Also so ist eine spannende Geschichte, diese Herkunftsgeschichte der universellen Harmonik. Aber vielleicht braucht man gar nicht so weit ausholen. Ich hätte noch eine Anregung zu, weil ich da mal bei meinen Recherchen auch drüber gestoßen bin. Also die alten Zahlen, wir haben die auf unseren alten Uhren. Ja, also da sind dann erst, also die auf den ganz alten Uhren sind noch römische Zahlen. Und dann wurden die ja mit den normalen Zahlen belegt, was dann ja arabische oder ägyptische Zahlen sind, was wir ja auch als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kennen. Was ja da das auch aufzeigt, diesen Wandel, was da, also was du gerade angeschnitten hast, ne, kann man auf, also da noch nachvollziehen. Also so haben wir das noch hier jetzt heute in unserer Kultur, also können wir das daran noch erkennen. Ja, deshalb ist das römische Weltreich vermutlich zerbrochen, weil sie dieses Zahlensystem hatten, ähnlich wie das griechische. Weil diesem Zahlensystem die Null fehlte, sozusagen die Tür zur Ewigkeit. Das haben die Araber von den Indern bekommen, diese Null, und brachten sie auch nach Europa. Also diese Deutung jeder einzelnen Zahl, also in den Schulen rechnen heute die Kinder schon im zweiten Schuljahr mit Millionen und Milliarden, ohne überhaupt die Bedeutung der Eins,
der 2 oder der 3 zu kennen. Denn wir benutzen die Dinge nur quantitativ. Aber jedes Symbol hat einen qualitativen Sinn. Und hier ist die Bedeutung der Null essentiell. Es ist der Urgrund allen Seins und es ist der Nullpunkt des kosmischen Koordinatenkreuzes. Also tatsächlich diese tiefe Sinnhaftigkeit zu erfahren, der Buchstaben und der Zahlen. Ich habe dieses Buch darüber geschrieben, Deutung der Zeichen, der innere Sinn der Buchstaben und Zahlen. Das ist auch ein Teil dieser Vision von der Verwirklichung der universellen Harmonik, was auch zu dem Erwachen gehört. Wie stellen wir uns das Erwachen vor? Das Aufwachen. Wir werden die Dinge sehen, wie sie sind, statt so, wie unser Verstand sie sich zurechtbiegen will. Was ich ja so toll finde bei den Zahlen, ist also die vedische Mathematik, die Rechnis haben wir jetzt mal schon vor ein paar Jahren angeschaut, das ist so fantastisch, wie da, wenn dieser Volksschüler lernt, diese Rechenweise sogar seinen Lehrer um Weiten überragen kann mit der Rechenleistung, ja. Und vielleicht eine Frage habe ich jetzt da zurück zu den Römern. Die haben ja sicher nicht so einfach untereinander gerechnet mit diesen Zahlen, das ist unmöglich. Die Völker hatten ja damals alle diese Schiebelehren. Gerade die im chinesischen Raum, mir fällt jetzt nur der Name nicht ein, wie die Chinesen diese Schiebelehre-Art nennen, die ist ja ziemlich genial, oder? Haben die Römer nicht auch so ein System gehabt mit Schiebelehren-System oder wie haben die da wirklich gerechnet? Ja, mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Der Umstand, dass die Römer tatsächlich die Null nicht kannten, hat natürlich alle ihre Rechnungen sehr erschwert. Wie heißt denn dieses mit Kugeln zum Schieben und so? Man nennt es ja Schiebelehre, oder? Aber da gibt es so viele Unterorten. Also ich würde jetzt sagen, das ist wirklich ein Spezialbereich, der eigentlich nur am Rande angesprochen sein sollte, die Bedeutung der Null. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Schwingungswirklichkeit des Universums und unsere Schwingungswirklichkeit als Schwingungswesen sprechen, da werden wir auf diese Null als das Zentrum des kosmischen Koordinatenkreuzes sicherlich noch ausführlicher zurückkommen. Denn diese Aussage, alles ist Schwingung, was sich zunächst mal anhört wie eine Reduzierung der Wirklichkeit auf ein Schlagwort, ist absolute Wirklichkeit. Das belegen die Forschungen der Akademie der Harmonik, die sich seit Jahrzehnten mit der Erforschung dieses ganzheitlichen Weltbildes beschäftigt und auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten entwickelt hat. Aber vielleicht kommen wir da gleich noch etwas näher drauf. Da könnte ich vielleicht auch noch anregen, dieses, also 369, was Tesla ja gefunden hat, also diese Energiegewinnung aus Nullpunkt heraus. Das zeigt das ja also sehr toll auf und kann man so eigentlich auch recht verständlich machen. Genau, so wie Tesla sagt, wer das Universum verstehen will, sollte in Schwingungen denken. Nun, natürlich sind auch die Zahlen Schwingungen. Ja, und was für welche? Die Buchstaben sind Schwingungen. Unsere Gehirnwellen sind Schwingungen. Jeden Tag bewegen wir uns in unterschiedlichsten Räumen, Geistesräumen, vom sogenannten Wachzustand, ne, der auch im Hinblick auf das, was wir vorhin über Erwachen sagten, nicht wirklich wach ist. Sondern einfach eine Frequenz, ja, von 27 bis 30 Hertz.
Na dann die Alpha, Beta, Gamma Traumphasen, messbar in Hertz bis hin zur Tiefschlafphase, 0,2 bis 0,5 Hertz. Also jede Nacht kehren wir zurück an die Schwelle des Todes, um dort unsere leere Batterie aufzuladen. Denn 0,2 Hertz ist schon sehr nahe an diesem Nullpunkt, über den wir vorhin schon sprachen. Man bedenke auch, die heiligste Rechenweise ist ja die Fibonacci-Weise. Die beginnt mit der Null. Also 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 2, 1 plus 2 ist 3 und 3 plus 2 ist eben 5. Das ist ja auch wirklich ganz genial mit den Fibonacci-Zahlen, wie man dort die heilige Geometrie und die kosmische Ordnung errechnen kann und das auch in der Industrie eigentlich ja auch weiterführt. Wo setze ich meine Schrauben an, damit das Gerät, die freie Energiemaschine zum Beispiel, nicht zum Fluktuieren und zum Wanken anfängt? Und da hilft mir auch wieder diese Rechenweise der Fibonacci-Zahlen ganz toll weiter. Da hätte ich mal eine Frage. Ist ihm die Rune altes A triangular bekannt? Das A mit den zwei Stäben, die oben aufsitzen, die haben sie gelöscht aus dem Internet nach Dan Brown, das verlorene Symbol. Ist ihm das schon bekannt? Nicht im Detail. Aber auf die Fibonacci-Zahlen würde ich gern nochmal kommen. Das ist universelle Harmonik, ja. Wir fragen uns, woher haben die Baumeister der gewendelten Schneckenhäuser ihre genialen Pläne? Ja, oder warum wachsen Sonnenblumenkerne in Spiralform, gerade in diesen Zahlen der Fibonacci-Reihe, eng verknüpft mit dem goldenen Schnitt, mit diesen mit dieser heiligen Mathematik der Zahlen Phi und die Blüten in diesem wunderbaren Garten der Mathematik, der Mathesis der alten Griechen, ne, wo eben schon anklang, dass wer tatsächlich den inneren Sinn erfasst der Zahlen, ja, die Qualität, natürlich einen ganz anderen Umgang hat. Und in der Tat ist es so, wie vorhin anklang, dass die Lehrer in den Schulen selber nicht wissen, was die Null bedeutet oder die Eins. Ja, es könnte tatsächlich eine Schule sein, wie bei den alten Ägyptern, wo Mathematik, ja, was, wo viele sich mit quälen, weil sie kriegen etwas beigebogen, was selber nicht richtig verstanden wird. Wie viel Freude es bereiten würde, wenn man sieht, an dem Beispiel der Natur, ja, wie der goldene Schnitt anzuwenden ist. Ja, das berührt alle Bereiche, auch die technischen, wirtschaftlichen, ja, die Population der Kaninchen. Es ist ein spannendes Feld der universellen Harmonik, die göttliche Geometrie und die göttliche Mathematik als die Prinzipien der universellen Harmonik, mit denen das ganze Universum erschaffen ist. Da würde ich doch auch noch mal glatt das 3 plus 4 plus 5, also den Satz des Pythagoras, wo man ja die ganzen Planeten, das ganze Universum, ne, die ganze Galaxie halt mit ausrechnen kann oder eben halt auch alles mit erbauen kann. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Die 666 war ja so verrufen. Ist also in der göttlichen Harmonie muss doch da auch was Gutes dran sein, oder? Ja, also in der universellen Harmonik gibt es im Grunde genommen keine negative Deutung. Also sowohl dein Seelenname drückt Vollkommenheit aus, weil du vollkommen bist. Oder auch die kosmische Sphärenharmonie, die wir in der Akademie der Harmonik mittels einer Software und mittels einer Sternenuhr, die genaueste Uhr der Welt, die auch die Planeten hörbar macht in den tatsächlichen kosmischen Schwingungen, hörbar gemacht durch NASA-Radioteleskopaufnahmen,
Ja, da gibt es so viele interessante Blüten in diesem Wundergarten, ja, wie die 3, die 4 plus 4 plus 5, die 3 mal die 6 ergibt die Zahl 9. 9 ist die Vollzahl, die verbindet die erste Dreiheit des Geistigen, die zweite Dreiheit des Seelischen und die dritte Dreiheit des Körperlichen. Und so ist die Zahl 666 die Zahl des Menschen. Und also ob sie jetzt im Negativen gelebt wird oder im Positiven, das liegt natürlich nicht an der Zahl, sondern an jedem einzelnen Menschen selbst. Da möchte ich vielleicht noch was super erklärt, sehr gut erklärt. Da, dass man vielleicht noch bildlich sich da noch ein bisschen was vorstellen kann, möchte ich von der 6 und der 9 vielleicht noch was ergänzen. Wenn man jetzt 6 plus 6 plus 6 errechnet, hat man 18, da ist die Quersumme auch 9. Und 6, wie du gesagt hast, steht ja für die Zahl des Menschen, steht auch in der Bibel so drinnen. Und die 9 steht dann eben für die göttliche Intelligenz. Man stellt sich jetzt den 6er und die 9 vor, wie sie ja ausschauen, wenn man sie hinschreiben. Die sind jetzt auch zwei Nuller, nur dass der 6er mit der Ausuferung nach oben greift und der 9er Nuller, das Göttliche, mit den Schwanzerl nach unten greift. So greift die Menschheit immer noch den Göttlichen und das Göttliche greift immer noch den Menschlichen. Das ist das Yin-Yang, der Taoismus, was sich da widerspiegelt. Und was man dann daraus macht, das hängt immer von uns selber aus. So steht jede Zahl für sich neutral. Ich habe einmal gehört, da möchte ich auch gerne, ob das du darüber gehört hast, das habe ich nur von einer Quelle gehört, nur die habe ich leider vergessen, von der Zahl 8. Die soll die neutralste Zahl sein, oder? Mal davon abgesehen, dass sie die Energie, die unendliche Energie, wichtige Zahl für die freie Energieforschung ist. Aber sie soll von dem bösen, negativen nicht negativ benutzt werden können. Hast du davon mal was gehört? Jede Zahl hat eine unglaublich tiefe Bedeutung und die 8, die in liegender Form das Ewigkeitssymbol darstellt, ist die Oktave. Das heißt, eine vollständige Oktave ist die Zahl 7. Und jetzt kommt zu dieser Zahl 7 nochmal die 1 dazu, die Zahl Gottes. Und dadurch entsteht dieses Ewigkeitssymbol. Und diese zwei Kreise drücken aus die Vollständigkeit Gottes und die Vollständigkeit des menschlichen Wesens als Oktave Gottes. Ich möchte was dazu ergänzen. Du hast vorhin gesagt, alles ist Schwingung, gebe ich dir auch. Kannst du näher ans Mikrofon kommen? Alles ist Schwingung, da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Was aber hier bis jetzt doch gar keine ja, Resonanz gefunden hat, ist der Bewusstseinsaspekt. Weil beispielsweise Emoto, der Masaru Emoto, hat ja hier diese Tests gemacht mit Wasser und so weiter und diese Kristallbildung ist, glaube ich, vielen hier bekannt. Und auch mit dem dieses Reisexperiment, wo er gemacht hat, wo er dem einen Reisenden mir gesagt hat, ich hasse dich, ich will dich überhaupt nicht, bla bla bla. Und dann ist der Reis letztendlich hat zum Faulen begonnen. Und der andere in einem anderen Glas, den hat er zur selben Zeit mit Liebe bedacht. Und dieser Reis, der war nach wie vor gut und schön weiß, wohingegen der andere letztendlich schon schwarz geworden ist, weil er zu verfaulen begonnen hat. Und die Schrift natürlich, Schrift wie auch Zahl, ist Schwingung. Aber die Emotionen oder das, was wir da hineindeuten, unser Bewusstsein, das ist ja auch mit ein Aspekt. Ich möchte jetzt nur mal den Begriff Teufel nennen. Also Teufel ist ja beispielsweise sehr, sehr negativ besetzt durch die Kirche. Wenn man aber weiß, dass diese Teufler, so hießen sie ja früher, die Kirche hat sich ja nur diesen Begriff zu eigen gemacht, eigentlich dafür verantwortlich war, in dem alten Warnsystem, was sie da hatten, das waren also Feuerstellen,
Und die mussten ständig das Feuer am Lodern halten, damit sie die Menschen warnen konnten im Falle eines Falles. Und wer schon mal am Lagerfeuer gesessen hat, der weiß, dass er da natürlich den Geruch annimmt. Deswegen sagt man ja, der stinkt wie Teufel. Ich denke mal, da kommt es her, wenn man einfach so verkokelt nach Rauch riecht. Und die Kirche hat diesen Begriff halt negativ besetzt, obwohl er ursprünglich eigentlich positiv mit Schutz behaftet war. Und deswegen meine ich, dass die Emotion oder das Bewusstsein von uns, von allen, je nachdem, teilweise schon geprägt ist, was wir da hineininterpretieren. Und deswegen müssen wir immer achten, welche Begriffe wir da verwenden. Das meine ich. Ja, selbstverständlich. Also wir reden jetzt gerade auf der Ebene in Kategorien Gut und Böse. Das entspricht der Zahl 2 der Bipolarität der Welt. Also Satan, Luzifer, der erstgeschaffene Geist, der Lichtträger, hat zum Ja der göttlichen Liebe Nein gesagt. Ja, und dadurch entstand das bipolare Universum. Das war sein gutes Recht. Wir urteilen nicht. Also diese kirchlichen Schuld- und Sündegeschichten aus Ablassgründen sind Dinge der bipolaren Welt. Aber wenn wir über die universelle Harmonik sprechen, dann sprechen wir über das Eins mit allem Sein. Das ist eine Bewusstseinsebene, die sich weit oberhalb oder unterhalb alles durchdringend halt, die zwei eben ist jetzt unsere angenommene Wirklichkeit, Scheinwirklichkeit, Verstandeswirklichkeit. Wir urteilen und sagen, du bist schlecht, du bist gut. Das ist jetzt nicht die Schwingung der Ganzheitlichkeit. Wie in der Einleitung schon gesagt, Gott sieht jeden von uns in der Vollkommenheit, in der er uns hervorgebracht hat. Ja, er urteilt nicht. Und er möchte gern, dass wir als das Du Gottes zu ihm erwachen. Das heißt, diese Göttlichkeit wohnt im Herzen von jedem Einzelnen von uns, so wie das ganze Universum in uns ist. Und das äußere Universum nur der äußere Spiegel unseres inneren Universums. Also, ich würde gerne aus diesem bipolaren Denken, das die Welt noch zementiert in diesen Unbewusstheiten. Ja, das ist machtgeschürtes Konkurrenzdenken, ja, was schon in frühester Kindheit anerzogen wird durch Mensch ärgere dich nicht, durch Fußball, Tennis, Schach. Es geht immer darum, den anderen vernichten zu schlagen und zu besiegen. Die Wirklichkeit ist so. So wie im Körper von jedem Einzelnen von uns Myriaden von Zellen mit einem eigenen Energiesystem, eigenem Verdauungssystem, eigenem Zellbewusstsein existieren, so ist jeder von uns eine Zelle des einen Menschen, der diesen Planeten bewohnt. Ja, und das ist also höchst unzivilisiert, den anderen in Konkurrenz zu sehen oder ihn besiegen oder zu wollen. Das ist sowas Abstruses. Denn die Erkenntnis aus dieser Wahrheit ist, wenn ich dir was Schlechtes tue, tue ich mir selber was Schlechtes. Resonanzgesetz. Wenn ich dir aber was Gutes tue, tue ich mir selber etwas Gutes. Das ist so. Es wurde vorhin auch schon in dieser Sendung über die Ureinwohner vom Wasser gesprochen, das du jetzt eben wieder angeregt hast mit Emoto.
Ja, es ist nicht zufällig, dass der menschliche Körper aus haargenau so viel Prozent Wasser besteht wie die Erde. Jedes Element, das auf der Erde vorkommt, ist in gleicher Proportion in unserem Körper vorhanden. Das ist deshalb, weil alle Entwicklungsstufen der Erde, die sie im Laufe von Milliarden und Abermilliarden Jahren gemacht hat, ist in unseren seelischen Bewusstseinszentren verankert, unseren Chakras. Und wir sind in dieser Evolutionsphase der Erde so eng mit der Erde verbunden, wir sind ihr Mental. Ja, und jetzt ist dieses Mental noch so gebunden in diesen alten bipolaren Gedankenstrukturen, dass wir im Begriff sind, die Natur zu zerstören. Ja, weil wir nicht sehen, wie eng wir miteinander verbunden sind. Dass wir eins sind mit der Erde, dass wir eins sind mit den Bäumen, dass wir eins sind mit dem Wasser. Ja, und dass wir selber Licht und Klang sind. Da hätte mich mal interessiert zu Luzifer, der erst erschaffene Geist, und wie ging's weiter? Ja, wie gesagt, bipolares Denken. Ne, Luzifer ist der verlorene Sohn. Ja, es war sein gutes Recht, dass er Nein gesagt hat und damit diese bipolare Schöpfung ins Universum realisiert hat. Das Gleiche geschah mit Adam und Eva. Ja, Paradies, Garten, eins mit allem, Gegenwart Gottes, wunderbar. Und Gott sagt, von allen Bäumen dürft ihr essen, insbesondere hier in der Mitte des Gartens, der Baum des Lebens. Aber von diesem Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sollt ihr nicht essen. Ja, naja, ihr kennt die Geschichte, ne, ist ja so eine Aphorismen, nicht so eine bildhafte, symbolische Geschichte, die aber große Inhalte transportiert. Da fielen Adam und Eva aus der Einheit mit Gott und aus dem Eins mit allen Sein in die Bipolarität der Welt. Und da sind wir heute noch. Ne? Und es wird aber langsam Zeit, dass wir uns unseres ganzheitlichen Ursprungs und unserer göttlichen Heimat erinnern, weil es ist ja unglaublich viel schöner, eins mit allem und glückselig zu sein, als hinter Mormon herzulaufen. Also ich habe so in Erinnerung, wenn Sie von den Früchten der Erkenntnis essen, dann wollen Sie auch von den Früchten des ewigen Lebens. Und dann werden Sie wie wir. So ungefähr habe ich das in Erinnerung. Naja, die Schlange sagt, solltet ihr nicht von diesem Baum essen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also diese Motivation dazu war schon dieselbe wie bei Luzifer. Er wollte nicht eins mit Gott sein, er wollte wie Gott sein, er wollte Gott sein. Ja, und dieses Motiv, wie Gott sein zu wollen, zieht sich halt durch die Menschheitsgeschichte bis auf den heutigen Tag. Dabei wäre es doch viel einfacher, in die Einheit, ins Einssein mit der Liebe Gottes, die in unserem Herzen wohnt, zu treten, als mit Gott in Konkurrenz treten zu wollen. Ja, also, dass sich auch die moderne Wissenschaft auf den Thron Gottes setzte und hier Dinge macht, ja, Geoengineering, 5G, Genexperimente, Schaffung von Tiermenschen und Klonen. Transhumanismus. All das. Du, wir haben, Andreas, vier Bänder heute und die Zeit wäre
möglich schon da, dass wir sagen, dass wir eines der Bänder einspielen, aber du kündigst es dann an. Ja, gern. Also das Erste, was ich mitgebracht habe, sind nur kurze Soundausschnitte, weil es gibt zu dem Thema universelle Harmonik gerade unter dem Aspekt so viel zu sagen, so viel zu hören, so viel vorzustellen, dass ich jetzt da nicht irgendetwas herausgreifen wollte, weil mit dem wenigen, was man dann sagen könnte, würde man unglaublich viel eben nicht sagen, was auch gesagt werden müsste. Und darum geht es in diesen Klangbeispielen um kosmische Schwingung. Ne, also diese alte mystische Geschichte, die Dichter über die Jahrtausende forterzählt haben, von der Existenz der kosmischen Sphärenharmonie, ja, wo die Wissenschaft, die moderne Astrophysik sagt, kann es nicht geben, weil luftleerer Raum kann sich die Schallwelle nicht fortsetzen und so. Also wie schön sie das kann, soll das erste Beispiel von dem Klang der Erde sein als Radioteleskopaufnahme. Ja, wir hören jetzt die Erde, kurzer Ausschnitt nur, weil sie klingt in jeder Sekunde neu. Keine Sekunde wiederholt sich in der universellen Harmonik in Millionen von Jahren nicht. Ja, und es ist eine energetische Schwingung, die bestimmt viele von euch kennen. Aber vielleicht hören wir gerade noch mal da rein. Ja, das. Ja, bitte, Andreas. Ein Ausschnitt aus der
Also ein Sound aus dieser Sternenuhr Kosmokron, die die Akademie der Harmonik entwickelt hat. Diese einzigartige Uhr macht nicht nur die Quantität der Zeit sichtbar, deutlich, als Sekunde, Minute, Stunde, Tag, das Jahr, sondern das kosmische Jahr, jetzt nicht den die relativen Kalender, sondern auch den Aszendenten, das Sternbild, das gerade im Osten aufsteigt, und die Planetenklänge, die Konstellationen der Planeten, und wenn dann manchmal zwei, drei Planeten zusammen erklingen in Konjunktion, da ist energetisch richtig was unterwegs. Auf die Weiterentwicklung dieser Sternenuhr Kosmokron komme ich vielleicht gleich noch zu sprechen. Die Software Freeflow Energy, die jetzt das individuelle Schwingungsfeld eines Menschen sichtbar und hörbar macht. Ja, die Sphärenharmonie, was also durch diese Radioteleskopaufnahmen der NASA deutlich wird, dass sie eben doch zu hören ist, nur unsere menschlichen Ohren nicht einfach so, sondern diese Impulse, diese Schwingungen müssten transponiert werden in den hörbaren menschlichen Bereich, der natürlich verglichen mit manchen Experten des Tierreichs eher bescheiden ist. Die Idee bei dieser Sternenuhr war, ausgehend von dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach, ja, da gibt es Proportionen, weil die Schwingungen nicht kosmisch sind, sondern so harmonisiert, angeglichen, kompromissmäßig. 440 Hertz statt 432, was tatsächlich der Bahn der Erde um die Sonne herum entspricht. Dass es Dissonanzen geben müsse in dieser kosmischen Musik, in dieser Sphärenharmonie, weil wie bei Septim oder Tritonus, ja, auf dem Klavier, das klingt nicht wirklich schön. Ja, da waren wir sehr erstaunt, festzustellen, dass es in dieser kosmischen Sphärenharmonie keine Disharmonie gibt. Das ist eine fantastische Geschichte. Es gibt im Universum keine Disharmonie. Und dann die Software Freeflow Energy, diese Weiterentwicklung, die das individuelle Schwingungsfeld eines Menschen sichtbar und hörbar macht. Wo die Idee war, okay, da hört man an diese Dissonanzen und kann entgegenwirken mit entsprechenden Licht-, Klangschwingungen und diese energetischen Blockaden auf diese Weise lösen. Nein, es gibt auch im individuellen Schwingungsfeld eines Menschen keine Dissonanz. Das ist eine großartige Entdeckung, ja. Denn unser Schwingungsfeld entspricht der Vollkommenheit unseres Wesens, von der wir vorhin schon sagten, dass Gott uns in dieser Vollkommenheit immer sieht. Na, er sieht nicht, wo wir sagen, oh, wir sind falsch, oder wir dürfen nicht so sein, wie wir sind, weil die anderen wollen uns auf diese oder jene Art und Weise haben. All diese Verbiegungen, all diese Einschränkungen durch Ego und durch Verstand, die kommen in unserem ganzheitlichen wahren Wesen nicht durch, nicht vor. Das heißt, als Seelen sind wir ewig vollkommen. Und wir sind schon unterwegs seit unvorstellbaren Zeiten, ja, durch das ganze materielle Reich, durch das ganze Pflanzenreich, durch das ganze Tierreich, bis wir zu dieser Vollständigkeit der Menschenseele gefunden haben. Und das ist, die alten Inder nannten es Laila, das göttliche Spiel. Ja, das ist die Art, mit der wir Seelen uns die Ewigkeit kurzweilig gestalten. Und dieses Erwachen, ja, das ist die Rückerinnerung an diese, unsere ewige Vollkommenheit,
die wir jetzt hier in diesem Zustand, in dieser bipolaren Welt einfach nur vergessen haben. Ich würde gerne was dazu auch noch erläutern. Wie wir jetzt diesen wunderbaren Gesängen zuhören haben dürfen, ich nenne es ja die Gesänge der Sphären, ja. Das löst ja in uns wirklich was Harmonisches aus, emotional und so weiter, ja. Und zu, wo gesungen wird, da wird auch getanzt. Das darf man niemals vergessen. Du hast gesagt, wenn da die Planeten miteinander in Konjunktion treten und so, ja, das erinnert mich dann auch wieder so an das, was der Hartmut Warm gemacht hat. Der hat ja auch die Signatur der Sphären errechnet. Immer wenn die Planeten zueinander in Konjunktion oder Opposition, ist eh wurscht, jedenfalls wenn sie an von beiden stehen, dann wird eine Linie gezogen und immerfort weitergemacht so. Und wenn man dann ein paar tausend Jahre so das weiter vollführt, dann entstehen eben hexagonale Strukturen oder lauter verschiedenste Sternformationen entstehen da. Und da sieht man, wie die Planeten miteinander tanzen, weil Chaos ist, wenn man einfach nur so wirr herumläuft. Aber sobald man ein Tanzmuster hat, dann erkennt man da die Harmonik. Und da sieht man, wie das lebendig einfach alles ist. Die, alles singt, alles tanzt. Du hast die vedischen Überlieferungen noch angesprochen. Da wird auch oft überliefert, der ewige Tanz von Shiva, der ewige Tanz von Krishna, die was sie ja auch teilen können. Ein Aspekt von ihnen tanzt ewiglich. Also das zeigt uns dort die Synergien und diese bildhaften Darstellungen und Verständnisse über das alles zu begreifen ganz gut ein. Ja, was für ein wunderbarer kosmischer Tanz. Ja, wenn wir uns das vorstellen, also unser das jetzige Weltbild sagt uns, jede Sekunde wiederholt sich in jeder Minute wiederholt sich in jede Stunde wiederholt sich 24 Mal am Tag und das Jahr ist die Bahn der Erde einmal um die Sonne herum. Das ist als Kreis gedacht. Man kommt immer wieder an einen Ausgangspunkt zurück. Das ist ja nicht die universelle Wirklichkeit. Ja, da ist es ja so, alles ist Tanz, der kosmische Tanz. Die Planeten wie Weberschiffchen um die Sonne und die Sonne in unglaublicher Geschwindigkeit um die Zentralsonne der Milchstraße herum und die Milchstraße um die Zentralsonne des Universums herum in Zeitenläufen, die uns unserem menschlichen Verstand natürlich nicht mehr zugänglich sind. Alles Rhythmen, alles Schwingungen und wie oben so unten, ja, also die kosmischen Rhythmen korrespondieren mit unseren chronobiologischen Körperrhythmen, so dass man wirklich sagen kann, wir interagieren unmittelbar mit dem Universum und können in Resonanz treten mit unserem seelischen Schwingungswesen und können durch diese kosmische Musik auch in Resonanz treten mit dem Universum. Das ist wirklich eine erhebende Musik. Und da wir vorhin über diese Software Freeflow Energy sprachen, der Akademie der Harmonik und diese kosmische Sphärenharmonie, wäre es schön, wenn wir jetzt vielleicht das zweite Klangbeispiel hören könnten, Klaus, was auch dieser Sternuhr als Ausschnitt entnommen ist. Hast du mich angesprochen? Ja, wenn das möglich wäre, Klaus, dass du das nächste Klangbeispiel spielst. Ja, mache ich. Und das ist das Klangbeispiel der Horizont, gell? Die Sonne steigt auf am östlichen Horizont, ja? Ja, das spiele ich jetzt ein. Ja, prima. Hören wir uns das mal an.
Also ich finde es wunderschön und es erinnert mich ein bisschen, ich tue in der Früh immer Runen raunen und so ein paar Mantras, so wie das Aum und so weiter. Und an das erinnert mich das. Vielleicht hat es sogar diesen Ursprung, diese ganzen Mantras oder dieses Runenraunen. Ja, bestimmt, weil wie gesagt, diese Beziehung zwischen äußerem Universum und innerem Universum. Also die alten Inder hatten jetzt oder die alten Kelten keine Elektronenmikroskope oder sowas oder Fernrohre, um das äußere All zu beobachten. Nein, sie beobachteten das, wie auch die Maya, in sich selbst. Ja, und hörten es. Und also über diese Meditation in Resonanz mit dem Universum zu treten, ist allzeit eine erfreuliche Begegnung. Ne, also diese Sternenuhr Kosmokron, der diese gerade dieser Sound auch entnommen wurde als Momentaufnahme, weil, wie ja schon gesagt, auf dieser kosmischen Sternenuhr wiederholt sich keine Sekunde in Millionen Jahren. Das heißt, auch diese Musik klingt in einem fort auf immer neue Weise. Wer da tiefer reinhören möchte oder auch die Farbsymbolik des Lichtes der Planeten und der astrologischen Konstellationen, der kann die Uhr gerne herunterladen auf der Homepage harmonic21.net und testen. Auch die Software Freeflow Energy runterladen zum Testen und das eigene Schwingungsfeld hörbar zu machen, weil das ist natürlich die beste Meditationsmusik für den Einzelnen, sein einzigartiges Schwingungsfeld, ja, das kein zweiter hat. Hat dieses. Es ist so einzigartig wie jede einzelne Schneeflocke. Würdest du die Internetseite bitte nochmal sagen? Harmonic, also mit C, harmonic mit C 21.net oder .org. Das ist die Seite der Akademie der Harmonik. Da gibt es viele interessante Bücher zu lesen und eben auch diese Software und diese Sternenuhr zum Testen herunterzuladen.
Danke. Andreas, da hätte ich noch eine Frage zu. Also sind das alte Aufzeichnungen oder sind das schon neue Aufzeichnungen? Ich denke mal, also die Planeten, die sind ja jetzt in der offenen Konstellation. Jetzt ist ja auch mittlerweile der neunte Planet auch noch zu sehen. Und da würde mich interessieren, ob sich das jetzt der Klang verändert hat. Von vorher, von der alten Konstellation, Planetenkonstellation zu jetzt der neuen Konstellation. Wie gesagt, der Sound verändert sich fortwährend. Und es ist jetzt einfach die Frage, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Wenn wir Venus hören oder wenn wir Mars hören, dann haben die natürlich einen unterschiedlichen Ausdruck, so wie jeder einzelne von uns ein einzigartiges Schwingungswesen ist, so natürlich auch jeder dieser Weltenkörper. Wie sich der Sound fortwährend verändert in der heutigen Zeit, man könnte vielleicht sagen, in der Einleitung habe ich gesagt, das Kali Yuga ist vorüber. Das ist ja die altindische Zeitmessung. Das goldene Zeitalter wird gefolgt von einem silbernen, einem bronzenen und kommt dann an im Kali Yuga und verweilt dort 1200 Jahre und diese Zeitrechnung der alten Inder bezieht sich auf die Bahn der Zentralsonne der Milchstraße um die Bahn unserer Sonne, unseres Sonnensystems um die Zentralsonne der Milchstraße. Vollzieht sich in 26.000 Jahren, circa, sonst auf mehr oder weniger nicht ankommen. Und ja, also das Kali-Yuga wird gekennzeichnet durch eine größere Entfernung von dieser Zentralsonne der Milchstraße. Und das sogenannte goldene Zeitalter ist unser Sonnensystem dieser Zentralsonne am nächsten. Natürlich der Unterschied der Sounds des Kali-Yugas und des goldenen Zeitalters wird so sein wie Tag und Nacht. Also darum, viele sagen, das Kali-Yuga dauert noch 346.000 Jahre. Nein, das Kali-Yuga ist vorüber. Es war ein Rechenfehler, den Sri Yukteswar, ein indischer Weiser, vor 100 Jahren aufgelöst hat. Und demnach ist das Kali-Yuga seit etwa 360, 370 Jahren vorbei. Und dass das so korrespondiert mit dem Wassermann-Zeitalter, ja, es wird heller, liebe Freunde, wunderbar. Und die Musik wird ebenso heller. Auch wenn 2061 Jahre für das Wassermann-Zeitalter natürlich eine etwas längere Zeit sind, als wir hier verweilen werden. Ja, dürfen wir da ganz hoffnungsfroh sein, dass, wenn nicht heute, die Menschheit morgen doch endlich erwachen wird. Darf ich einen Witz erzählen, der betrifft Telepathie und würde die Sache ein bisschen auflockern? Na gern. Ist eine wahre Begebenheit. Also, als ich bekifft in einem Inhalationsspray-Test verfangen war, also ich habe Inhalationsspray von Cannabinoiden probiert und Telepathieanfall bekomme, den Ersteller ermittle, sehe ich einen alten weißen Professor in einem großen Unikeller an einem Eisenschrank eilig die Sprays verräumen. Als er mich bemerkt, fragt er: Wer bist du? Ich sage: Der Internetkaiser. Er sinkt zufrieden zu Boden und sagt sich: Jetzt haben wir es geschafft. Für alle Welt, für Reich und Allem. Aber mich haben sie erwischt. Das war wirklich so. Ja, muss ein gutes Dope gewesen sein. Absolut, da kenne ich mich aus. Nein, Entschuldigung, ich wollte nur wegen auflockern. Also zu diesem dauerhaften Zustand der Glückseligkeit ohne irgendwelche äußeren Mittel trifft vielleicht die Intention der universellen Harmonik ganz treffend.
Diese Selbsterfahrung als ganzheitliches seelisches Wesen, diese Reise des Bewusstseins, ja, dieses Abenteuer des Bewusstseins, wo wir jetzt gerade auf dieser Bewusstseinsleiter erst die unterste Sprosse, ja, der Verstand als das Organ des Zählens, Wiegens und Messens erlangt haben im Allgemeinen, hat noch viele Sprossen der Intelligenz, der höheren Vernunft, der Erleuchtungszustände, des Supramentals. Ja, die Reise wird spannend. Ne? Ich meine, ist schon immer spannend, aber dieser Erwachensprozess, ja, geht einher mit spirituellen Erfahrungen, von denen sich die meisten Menschen heute noch keine Vorstellungen machen können. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auf diese Matrix des Lebens, ja, auf diese Schwingungsskala allen Seins nochmal zu kommen, die vorhin schon angedeutet wurde in Form des kosmischen Koordinatenkreuzes mit dem Zentrum der Null als die Frequenz, wo im Krankenhaus die Geräte abgestellt werden. Also wenn wir uns das jetzt vorstellen, dieses kosmische Koordinatenkreuz, das ist eine Leiter in Hertz messbar und in Wellenlängen messbar und definiert in Bereichen des Hörschalls, des sichtbaren Lichtes, was nur eine winzige Bandbreite ist, auf dieser Skala der Matrix des Lebens, wo jede Frequenz zu verzeichnen ist, 5G, Mikrowellenstrahlung, 3800 Gigahertz. Ja, diese Matrix des Lebens geht in den Plusbereich von 10 hoch bis 10 hoch 24. Das ist kosmische Höhenstrahlung. Wahrscheinlich geht sie noch in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit weiter. Aber wir Menschen haben keine Vorstellung von dieser darüber liegenden Wirklichkeit. Und jenseits des Nullpunktes dieses kosmischen Koordinatenkreuzes geht es 10 hoch minus 24 in den negativen Bereich, in dem Bereich des Infraschalls, während im Plusbereich beginnt der Hörschall, wo man dann sagen kann, dieses Tier hört so und so viel, der Mensch hört von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, wenn er gut hört. Motten hören die höchsten Frequenzbereiche von allen Lebewesen. Und da sind die Funk Wellen, der Mobilfunk, der Radar, die Mikrowellen. Aber eben, wie gesagt, eben auch schon angesprochen, auch die Frequenzen unserer Gedanken, ja, die Frequenzen unseres Energiefeldes, die Frequenzen der Aura, die Frequenzen der Chakras, Wachbewusstsein, Traumphasen hatten wir vorhin schon. Also schade, dass wir hier nur hören können. Eigentlich muss man diese Skala, diese Matrix des Lebens vor sich sehen, ne, um zu sehen, wie alle Schwingung miteinander zusammenhängt und jede Frequenz mit den anderen Frequenzen korrespondiert.
Na, die höchste Frequenz des Universums, die all diese Frequenzen in Bewegung versetzt hat, ist die Liebe. Verzeihung. Dann wäre es ja letztendlich so, wenn immer mehr Menschen in die Liebe gehen würden, dann könnte man diese, ja, sag jetzt mal, dieses ja, ungeliebte Experiment 5G letztendlich komplett gegen die Wand fahren lassen. Ja, absolut. Das Experiment würde gecancelt. Ja, wenn der Mensch in der Liebe wäre, er würde an die Bienen, an die Käfer, an die Bäume, an das Leben denken, anstatt an Profit, wirtschaftlichen Profit. Tatsächlich ist das der Weg des Erwachens, ja, dass wir aus diesem egomanen Verstandesdenken, auch aus nationalen Egoismen, zum Herzdenken finden. Ja, weil wenn wir uns gegenseitig mit dem Herzen wahrnehmen, die Natur, alles Sein, dann wird niemand mehr irgendjemandem aus Profitgründen schaden wollen. Soll ich gleich den nächsten... Was sagen, Klaus, bitte. Also ich, ja. Da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Also beispielsweise, heute habe ich mein Gewächshaus aufgemacht und als ich es aufgemacht habe, sind gleich zwei Hummeln und eine Biene reingeflogen und es hat mich wirklich gefreut, dass sie mir die Arbeit vom Besamen abnehmen. Also sagenhaft. Ich denke, solche kleinen Minischritte sind für alle von uns wichtig, dass wir das einfach erkennen und auch wahrnehmen, dieses Wunderbare, was wir erleben dürfen. Und da gilt es natürlich auch, etwas die Sinne zu schärfen. Ja, also es ist ja jenseits der bipolaren Denkweise von gut und schlecht, von falsch und richtig. Alles gut im Hier und Jetzt. Ja, und der Zustand, den wir uns hier im Moment so geschaffen haben, ist genau der richtige, um die Voraussetzungen zu schaffen, aus diesem Albtraum zu erwachen. Wenn es sein muss, dass die Menschheit den Crash noch braucht, bevor sie dieses inhumane Zinssystem und die Konkurrenzgesellschaft überwindet, dann wird sie ihn sich verschaffen. Ne, aber ich meine, letztlich kann niemand diesen Flow aufhalten, diesen Flow des Erwachens. Aber es wäre natürlich wirklich sinnvoll, wenn wir diesen Crash vermeiden könnten. Und was können wir tun, jeder Einzelne von uns tatsächlich? In die Liebe gehen, in die Selbstannahme und damit auch in die Annahme der anderen, weil es ist ja durch diese Konditionierung meistens nur deshalb so, dass wir Probleme mit den anderen haben, weil wir Probleme mit uns selber haben, weil wir uns selber nicht so annehmen können, wie wir wirklich sind, weil wir nicht so haben sein dürfen. Ja, und diese Mechanismen transformieren. Ja, das ist auch ein interessantes Feld, wo ich mein Buch empfehlen darf. Vision 21, das Manifest der erwachten Menschheit, wo es um die individuellen Transformationsprozesse geht und um die gesellschaftlichen Transformationsprozesse. Weil dieses Massenbewusstsein, dieses Unterbewusstsein, das in uns noch wirksam ist, aufzulösen, bedarf es natürlich Bewusstseinsarbeit. Und
da habe ich versucht, diesen Weg in diesem Buch aufzuzeigen, der individuellen Befreiung und der gesellschaftlichen Transformation. Wenn ich anfangs sagte, ich sei visionär, dann bezieht sich das auf dieses Buch und andere Bücher, die einfach ihre Zeit noch etwas voraus zu sein scheinen. Aber wenn es soweit ist, sind sie da. Es ist gut, dass diese Gedanken gedacht wurden. Ja, Klaus, wäre schön, wenn du vielleicht das nächste Klangbeispiel auflegen könntest, dass wir weiter tanzen im Universum. Ja, dann gehen wir doch zu Venus rüber, oder? Ja, gern. Zumal eben schon angesprochen wurde, was für einen wunderbaren Tanz, was für geometrische Formen jetzt allein durch die Bewegung von Erde und Venus entstehen. Das ist sowas von wunderschön, göttliche Geometrie, da kann man sich nur drüber freuen. Und über den Klang auch. Ja, Venus in Violett heißt dieser Ausschnitt, weil Venus hörbar macht, die in der Farbe Violett ist, weil Licht und Klang, also Licht sind Farben, und jede Farbe hat einen Klang und jeder Klang hat eine Farbe. Und wenn wir jetzt Venus in Violett gehört haben, da haben wir gleichzeitig das Scheitelchakra, da die energetische Meditationsmusik zur Aktivierung oder zur Sensibilisierung des Scheitelchakras gehört. Resonanz mit sich selbst. Ja, also es sind jetzt nicht nur Radioteleskopaufnahmen, die da hörbar wurden, von der Venus schon, da dieser Obertongesang in den kosmischen Frequenzen ist von Gottfried Herrmann gesungen und Streicher von Birgit Reimer aufgenommen. Man kann in dieser Software oder auch in der Sternenuhr
die Sounds ein bisschen definieren und ändern, so wie man sie gerne hätte. Und da gibt es viele, viele Instrumente, die man auch als Musiker nutzen kann oder eben in diesen kosmischen Frequenzen, die anders als dieses wohltemperierte Klavier eben keine Dissonanz erzeugen. Was man bei diesen Lichtfarben allerdings nicht vergessen darf, ist, dass es hier eine additive Farbmischung ist. Also sprich, alle Farben geben in dem Fall Weiß. Und in der subtraktiven Farbmischung, die wir hier in der Materie haben, wo es dann immer weniger Reflexion gibt, da ist es dann, sind alle Farben schwarz. Das ist genau umgekehrt. Das muss man immer ein bisschen bedenken. Ja, also diese kosmische Farbenlehre, die auch diese Sternenuhr beinhaltet, ne, kann man alles über Farben erfahren und ihre Wirkung, ihre Wirkkraft, weil jede Farbe natürlich auch eine qualitative Kraft hat. Darum dieses Buch, das ich geschrieben habe, Free Flow Energy, die Heilkraft der Farben und Klänge, ist ein großartiges Thema, das zunehmend wichtiger, bedeutender wird. Gerade wenn ich denke an die Mikrowellenstrahlung 5G, dass nicht petrochemisch Pharmaindustrie, sondern es war ja noch vor 150 Jahren so, da hielt man das Universum und den Menschen für eine Maschine. Und die letzten 100 Jahre hielt man das Universum und den Menschen für eine chemische Retorte. Und jetzt durch die Quantenphysik ist klar, der Mensch und das Universum sind Schwingungen. Und da ist natürlich die Rückerinnerung an die Heilkraft der Farben und Klänge von existenzieller Bedeutung. Ne, kann ich eben auch nur empfehlen. Die Ausübung als harmonikaler Licht- und Klangtherapeut oder Therapeutin oder Schwingungsenergetikerin wird ein Beruf sein, der zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Und in diesem Heilungsweg schult die Akademie der Harmonik Menschen, die sich gerne mit diesen heilenden Schwingungen näher auseinandersetzen wollen. Ja, keine, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ich halte ja geschlossene Symboliken, also alles, wo die Tinte eine Umfassung macht, eine Personifizierungsmöglichkeit für die Geister im Menschen. Das heißt, wir sind dabei, Menschen, Geister zu fangen in der Person. Person heißt Maske des Heiligen Geistes durch geschlossene Symbolik. Ist es auch so oder kann man das nicht so sagen? Oder ja, wie kommuniziert man dann? Ne? Nein, wir sind im Unterschied zu dieser bipolaren Denkweise. Ja, dass es etwas gibt, was gefangen nehmen will, was nichts Äußeres kann dich gefangen nehmen und nichts Äußeres kann dich befreien. Das kannst nur du selber tun. Wir sind auch jenseits der Vorstellung von Symboliken, wenn wir mit allem Sein der universellen Harmonik sind. Ja, hier ist alles Schwingung, alles hängt miteinander zusammen, alles ist aufeinander bezogen und wechselwirkt miteinander. Das ist jenseits der Verstandesdeutung von Symbolen.
worüber wir sprechen. Andreas, wir haben einen neuen Gast hier. Mal schauen, der Matthias ist bei uns und vielleicht mag er auch sich schon einbringen. Sage ich mal, guten Abend, Matthias. Bist du denn am Mikrofon? Mal flackern. Ja, da ist er. Guten Abend. Auch schönen guten Abend in die Runde. Ich habe schon mal so ein bisschen reingehört am Anfang, habe dann zwischendurch bin dann reingegangen und dann habe ich jetzt mich nochmal raufgeschaltet auf die Sendung. Sehr spannendes Thema und ja, ich höre jetzt erstmal weiter zu. Ich habe noch nicht so viel mitbekommen. Ich halte mich jetzt erstmal noch ein bisschen zurück und werde dann später nochmal konkretere Fragen stellen. Danke dir, Andreas, bitte. Ja, also wenn dann konkrete Fragen sind, jene Germane mag, bitte lasst hören. Wie gesagt, das Thema ist hier unerschöpflich. Und ich möchte nicht so vortragshaft hier unterwegs sein. Ja. Ja, ne? Ja, danke. Also Wahnsinn, Andreas. Erstmal ein dickes Dankeschön, wie du das so zusammenträgst und auch vorträgst. Und ja, das ist schön rund. Die hört man gerne zu und man kommt da richtig ins Schwelgen und ins Nachdenken. Und ja, es ist wunderbar. Und natürlich, die Fragen kommen gleich. Herzlichen Dank. Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin unwahrscheinlich dankbar. Ich habe da vorhin gerade wieder so eine Erkenntnis gehabt und dafür bin ich dir echt dankbar. Es ist wunderbar. Ja, ich bin gerade dabei, mir da so ein Buch zu bestellen. Also nur mal so, falls ich mal etwas abgehackt wirke, bin gerade am Buch bestellen. Ja, viel Freude damit. Ist ja unglaublich. Andreas Klink, Sieg, die Website ist der Hammer, muss ich auch mal sagen. Testimonials würde ich gerne lesen von Approbanden oder wie macht ihr das da mit den Kundenmeinungen, kann man ja nicht sagen, ne? Ja, es besteht die Möglichkeit, Kommentare auf alle Artikel zu geben. Es läuft viel Kommunikation auch über soziale Netzwerke, sodass also schon auch jeden Tag einige hundert Personen ihre Artikel aufrufen und auch ihre Meinung dazu kundtun. Ist der Reinkarnationsgedanke ansprechbar heute? Ja, können wir gerne drüber sprechen. Zumal wir auch schon mal ein bisschen dran gekratzt haben mit dieser Leila, das göttliche Spiel. Womit die Seelen sich die Ewigkeit kurzweilig gestalten. Ja, für die Hindus ist das größte Ziel, rauszukommen aus dem Rad der Wiedergeburten, um immer weiter aufzusteigen in die kosmischen Sphären von Krishna Loki, ja, wo nichts mehr materiell ist, sondern alles nur noch reine Freude und Geistigkeit ist, ja, kann man verstehen. Ja, wie das ist, wenn die Seele ihren körperlichen Leib auszieht, wie ein abgetragenes Kleid. Da gibt es ja viele Berichte, auch Nahtoderfahrungen, dass es wohl sowas wie eine Befreiung sein muss für die Seele. Und wo die Reise hingeht, wie gesagt, auf dieser Leiter des Bewusstseins ins reine Sein, das übertrifft bestimmt unsere kühnste Fantasie und unsere schönsten Träume. Also die hinduistische Religion, der ist ja Selbstverständlichkeit. Ja, ich bin. Und auch die christliche Religion, obwohl es die Kirchen im Laufe der Jahrhunderte unter den Teppich gekehrt haben,
ne, und andere Geschichten da reingebracht haben, wie der Mann ist das Haupt der Frau und diese Geschichten und Angst erzeugend, Hölle und so. Auch eben diesen Reinkarnationsgedanken ausgelöscht aus der Bibel. Aber Jesus sagt an einer Stelle, hier, Johannes der Täufer war schon mal da als Elia und am Ende der Zeit kommt er nochmal wieder. Oder spricht an anderer Stelle von Moses und Elia und sagt, sie sind nicht gestorben, denn Gott ist kein Gott der Toten. Und sie leben ihm alle. Ich wollte gerade sagen, also ein Kleinkind ist für das Formel-1-Auto halt nicht geeignet. Die Wahrheit braucht den Schutz der Lüge zur Reifung für viele Menschen. Den plötzlichen Aufstieg ins goldene Zeitalter von Milliarden kann man, weil man nicht jeder, also ein du sprichst von Angesicht zu Angesicht auf jeweiligem Level, so sage ich mal. Und wie ich die Reinkarnationserinnerungen bekam und dann auch Kenntnisnahme über meine Neugeburt, das Erste, was ich gemacht habe, weil ich habe in meinem Leben alles verloren, Haus, Frau, Arbeit, Gesundheit, Freundin, Hund, und dann bin ich vor den Zug geeilt. Ne? Und es haben 5 Damen auf dem Pferd rausreitend aus dem Walde dann verhindert, dass ich mich vor den Zug schmeiße. Die haben mich dann gegen meinen Willen verlängert in der Inkarnation. Aber das war, ne? Also wo mir das bewusst wurde, ne? Sofort dahin geeilt. Ne? Ja, Thorvald Detlefsen sagt, der Tod ist eine Tür, auf der einen Seite steht Eingang, auf der anderen Seite steht Ausgang. Ja, so ist das wohl. Und jetzt ist einfach, viele sind sehr interessiert an ihren Vorleben. Ich persönlich nicht so sehr, weil mich interessiert die Gegenwart mehr als das, was vielleicht irgendwann mal war. Ja. Ja, die Zukunft, also wir leben im Jetzt. Ne? Weil sonst, man kann teleportieren in der Vergangenheit. Man kann seine Vergangenheit in der Zeitrelativitätstheorie verändern. Das wünscht man ja keinem, dass das zum Negativen irgendwann verschlüsselt ist. Das wünsche ich. Ne? Also, dass man in der Zeittheorie also jemanden rausnehmen kann aus dem Spiel oder in der Zukunft zu weit hinheischelt, dann liegt man nur im Bett und teleportiert. Im Hier und Jetzt, das ist der Schlüssel, finde ich. Genau. Damit sind wir wieder beim Thema, das am Anfang genannt wurde. Das fünfte Element, die Quintessenz, Akasha. Die Akasha-Chronik ist, alles, was jemals war und was jemals sein wird, geschieht jetzt, in diesem Augenblick. Ja, das ist das, was du angesprochen hast. Diese Relativität unserer Wahrnehmung hängt ab von unserem Standpunkt, unserer Perspektive. Ja, und da diese Leiter des Bewusstseins aufsteigend zu höheren Erleuchtungszuständen, heißt diese Akasha-Chronik immer etwas weiter überschauen zu können. Und da findest du alles, ja, was jemals an Inkarnationen stattgefunden hat, hängt auch zusammen mit der Akasha-Chronik und der Palmblatt-Bibliothek, ja, wo die Rishis vor tausenden von Jahren aufgeschrieben haben, was in deinem Leben alles so passiert in dieser Zeit. Gehen einige Leute hin, ne, fahren nach Indien und suchen jemanden, der sich damit auskennt, der diese das übersetzen kann, ne, dieses Alt-Sanskrit, diese Symbolik, und kommen völlig baff wieder mit dem, was sie dort über sich selbst erfahren haben, und finden das völlige Wirklichkeit und Wahrheit. Da würde ich doch auch noch mit anbringen, dass man das dann also unreflektiert und nicht bewertet, also unbewertet macht, damit man da nicht in irgendwelche Konflikte gerät.
Und ja, und auch sich nicht wundern, wenn sich da Sachen auftun, die völlig anders sind als das, was man angenommen hat. Und sich nicht wundern, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Ja, ich meine, in dem Augenblick, wo man wertet, wo man urteilt, wo man, da ist man ja schon wieder in der bipolaren Ebene des Richtens und der Verstandesinterpretation. Nein, also wenn du das nicht wirklich, ne, also das, was du dort über dich erfährst, über das, was war oder was sein wird, nicht wirklich mit dem Herzen bestätigt findest, ja, solange können sie dir alles Mögliche erzählen. Das ist ja völlig klar. Aber das ist ja, also alles, was du suchst, findest du in dir. Du brauchst keine Bücher, du brauchst keine Lehrer. Wenn du tatsächlich offen bist für dich selbst, ja, für eins mit dieser Kraft des göttlichen Geistes, ja, die die Inder Shakti nannten, die Chinesen Qi, die Japaner Qi, die Christen den Heiligen Geist, ja, also der vermag dir alles zu sagen, so wie es wirklich ist. Man bekommt schon seine Antworten. Man kann sich das so vorstellen wie so ein Da Vinci Code, bloß nicht in der Form, wie wir sie kennen, sondern in Konusform. Fängt mit einem Kästchen an, wo die Zeichen und Buchstaben, Zahlen und Hieroglyphen drauf sind und baut sich nach oben hin auf. Und wenn man so weit schon gekommen ist, dann ist man quasi verbunden mit der Quelle und man kriegt auf jede Frage, die man stellt, auch eine Antwort. Man kann also man bekommt die Antwort aus der Quelle raus. Ja, du brauchst nicht mal irgendwelche Hilfsmittel dazu. Also die Quelle des Wassers des Lebens entspringt in deinem Herzen. Ja, ich hab ein Problem. Ich hab im Internet Follower. Meine Blog wird 12.000 Seiten gelesen, aber ich hab nicht den Hebel, dass der Follower mir helfen kann. Ich habe keine Mitgliedschaft, Verein, ich habe sowas nicht. Vielleicht hat er da eine Idee. Ja, ich verstehe jetzt gerade die Frage nicht wirklich, weil die Aussage war, alles, was du suchst, findest du in dir. Du brauchst nicht mal irgendwelche Bücher oder symbolische Bedeutungsträger. Also wenn du tatsächlich in die Meditation gehst, stell einfach eine Frage. Ja, dazu brauchst du kein Orakel, sondern wenn du dich verbindest mit Shakti, Shi, Ki, dem Heiligen Geist, dieser einen Kraft, es gibt nur diese eine Kraft, die von allen Kulturen anders genannt wird. Wenn du dich dieser Kraft öffnest, ja, ob du jetzt glaubst, ein energetisches Problem zu haben, weil da jemand negativ auf dich wirkt oder so, oder eine Sinnfrage. Ja, also ich habe die Antwort jetzt schon und das hat mir schon geholfen. Die Antwort ist in mir. Ich habe das jetzt, ich habe das schon formuliert, einen Satz. Ich werde auch einen Kommentar schreiben für die Sendung. Also die ist, ich finde die fulminant. Ich höre gern weiter zu. Ich habe die mir schon beantwortet, die Frage. Ich könnte jetzt das ausführen, aber das wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Schön. Das ist sogar so fein. Wenn du dann in dem Spüren bist und du stellst die Frage, denn und ist es nicht die richtige Frage oder ist nicht richtig gestellt, dann sagt dir das sogar, dass du die Frage anders formulieren solltest. Nee, ich hab die Antwort für mich, die kam wie aus dem Nichts jetzt. Ich will dir jetzt nicht kundtun.
Okay. Also ich kann gerne die Antwort geben jetzt. Na, vielleicht hören wir noch so einen Ausschnitt von der kosmischen Musik, um jetzt vielleicht auch eine meditative Stimmung zu fördern, da einfach nochmal ein bisschen im Universum zu tanzen. Dann gehen wir in die Sonne des Löwens, ne? Ja, die Sonne ist das Dirigent des Zeichens Löwe und entspricht dem Wurzelchakra. Die Rhythmussequenz war ein Quasar, auch eine Radioteleskopaufnahme der NASA. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr. Danke, danke, danke. Das war wirklich wunderbar. Dieses Konzert erinnert mich so, das wird sich der grüne Planet jeden Tag anhören. Ja, ich darf nochmal einladen zu der Homepage harmonic21.org. Da gibt es viel Musik, auch Ausschnitte aus der Sternenuhr Kosmochron und viele Hörbeispiele. Und wie gesagt, herzlich eingeladen, diese Instrumente herunterzuladen und zu testen. Das ist 21 Tage sind diese Software kostenlos zu testen. Und wer wirklich eine Affinität hat zu dieser kosmischen Schwingung, der wird da so viel draus gewinnen können, wie jetzt zum Beispiel andeutungsweise diese Harmonisierung der Chakras als die seelischen Bewusstseinszentren.
Es ist ein spannendes Feld und wie schon gesagt, die universelle Harmonik ist schier unerschöpflich. Ich wollte dich nicht unterbrechen, nur nachher anknüpfen, wenn es geht. Nein, ich danke herzlich für eure Resonanz. Hat mich sehr gefreut, unser Gespräch. Und ich denke, wir werden das nächste Mal dort weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Das, was du jetzt so gesagt hast, ist wie diese harmonischen Sphärenklänge an die Chakren, das Bewusstsein anhebt. Da gibt es einen ganz tollen Film. Ich weiß nur den Titel nicht mehr, das ist ewig, als ich ihn gesehen habe, weil da hat es darum gehandelt, da haben auch Wissenschaftler die Sphärenklänge mit den Satelliten aufgenommen und dann haben sie es den Jugendlichen vorgespielt und die Jugendlichen sind dann ganz anders geworden. Die haben sich nur noch auf diese Musik konzentriert, die Erwachsenen sind ganz nervös und haben sich Sorgen gemacht. Aber dann hat sich die Sonne verändert, die Frequenz, und dann haben die Erwachsenen nicht mehr an die Sonne können, aber die Jugendlichen, die sich diese Sphärenklänge angehört haben, haben sie dann verändert und der neuen Zeit angepasst und haben sie dann auch noch weiterhin draußen aufhalten können. Und ja, ist zwar nur Geschichte, aber diese Geschichte hat doch den wahren Kern, was du auch mit deiner Homepage präsentierst. Ja, interessant. Ja, ich fand den Abend auch sehr interessant, Andreas. Und ja, sag nochmal danke für die sehr tolle Ausführung. Und so sehe ich das auch, dass wir uns gegenseitig helfen können, indem wir so in die Tiefe gehen und so darüber austauschen. Und ja, können so jeden die Hände reichen und an jeden helfen. Amen. Das kann ich nur unterschreiben. Ja, danke. Und wie immer, die Zeit ist immer so schnell. Also bei diesen tollen Sendungen, es ist immer wieder eine Zeitreise, wie schnell die 2 Stunden dann dahin sind. Und ja, freut man sich dann auch schon wieder auf das nächste Mal. Ja, das freue ich mich auch. Ich hoffe, dass der Andreas noch öfters bei uns zu Gast sein wird. Andreas. Ja, herzlich gern. Ich wäre auch gestern schon gern dabei gewesen oder war es vorgestern. Auch ein interessantes Thema, aber ich bin gerade im Moment, wie anfangs schon erwähnt, sehr vertieft in das Schreiben dieses neuen Buches. Das ist eine Reise in die Innenwelt. Aber wenn ich damit fertig bin, dann ich finde das ganz wunderbar, was ihr da macht und ja, freue mich, da von Zeit zu Zeit etwas mitgestalten zu dürfen. Ja, da werden wir beide auf jeden Fall im Gespräch bleiben und neue Termine finden. Nachher noch im offen für den Nachtdoc, mal kurze Frage. Bitte. Ja, gern. Wunderbar. Jetzt frage ich nochmal Matthias, ob er noch was loswerden möchte, weil er gesagt hat, vielleicht hat er noch die ein oder andere Frage. Matthias, bist du denn am Mikrofon? Gibt es da von deiner Seite noch was? Ja, das habe ich. Ich habe auch ein bisschen in der Energietechnik geschaut. Ich habe damals auch interessante Bücher gefunden und da wurde auch in Oktaven gerechnet. Das war eine sehr interessante Sache. Das ging auch so ein bisschen um diese Energiegeschichte, die ich auch mal so ein bisschen mache. Und das war innerhalb in Oktaven, also es ist immer so eine, ja, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, entsprechend dort Transformations-, also energetische Ebenen. Also man kann das sich vorstellen wie eine energetische Leiter, das irgendwie runter bzw. rauf transformiert. Formieren kann. Das heißt, es ist keine Einbahnstraße. Gut, bis zu einer gewissen Höhe kommt man und dann ist irgendwann erst auch gut und dann braucht man auch irgendwie dann eine Möglichkeit oder eine andere Plattform, von der man aus dann entsprechend startet, wo man was erreicht und wenn man das erreicht hat, dann ist da erstmal Schluss von dieser Ebene aus, aber von einer anderen Ebene aus kann man weitergehen. So, meine Frage geht dahin an den Andreas. Hat er diesbezüglich Informationen? Ich bin ja mal so ein bisschen technisch-ingenieurisch und unterwegs. Kann er mir da vielleicht auch einen Tipp geben? Ja, du beschreibst genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, die Matrix des Lebens, ja, auf der die natürlich jetzt nicht statisch ist, sondern in Bewegung. Das heißt, über dieses Oktavieren, das du, wovon du sprichst,
ermöglicht, beispielsweise den tieffrequenten Hörbereich im Herzbereich anzuheben bis in die Ebenen des sichtbaren Lichtes oberhalb der Röntgenstrahlung. Also jetzt so zu modulieren, ja, durch diese Oktavierung, ne, zu schauen, jetzt gehen wir ein paar Oktaven höher, ach, da sind wir jetzt plötzlich in den Elektroschwingungen von 50 Hertz und gehen wir noch was drauf und dann sind wir plötzlich im Funkwellenbereich und dann im Mikrowellenbereich und so kann man diese Matrix des Lebens oder diese, du hast vorhin ein schönes Wort dafür gehabt, ja, hoch und runter steigen und kann Farbe in Klang transponieren und Klang in Farben zum Beispiel. Das klingt sehr spannend. Es geht dann da um Materialsynthese. Es geht dann nachher darum, dass man dort Stofflichkeiten auch transformieren kann oder auch synthetisieren kann. Also man könnte sich dann von so etwas wie einem Materie-Synthesizer, wir kennen das von Star Trek mit dem Replikator, das wäre zum Beispiel eine Anwendungsmöglichkeit. Was mich jetzt noch interessieren würde, gibt es da irgendwie ein Bezugssystem nach deinen Informationen, wo man sagen kann, das ist jetzt hier sowas wie eine rote Linie, die durch alle Ebenen hinweg quasi die Bezugsgröße darstellt. Kennst du da irgendeine Information? Hast du da was? Ja, natürlich. Das ist dieses Buch Free Flow Energy, das ich geschrieben habe über die Heilkraft der Farben und Klänge, wo auch diese Matrix des Lebens erwähnt oder anschaulich dargestellt ist. Die Bezugspunkte sind Herz, alles messbar. Ja, worüber wir sprechen, das ist alles messbar in Wellenlängen und in Herz. Das ist noch nicht wirklich richtig erforscht. Bestimmte Bereiche, klar, Elektrizität, ja, alles ist elektromagnetische Schwingung und in der Biologie, in der Physik, diese Wissenschaftsdisziplinen, über die wir anfangs sprachen, die eine beschäftigt sich mit dieser Frequenz, Breite, eine andere mit einer anderen. Ja, also diese Matrix des Lebens einmal in ihre Ganzheitlichkeit zu sehen, ist etwas, was einem einen ziemlichen Kick vermitteln kann. Viele Bereiche sind noch weitgehend unerforscht. Ja, also in welcher Wellenlänge schwingt ein Stein? Ja, oder da gibt es noch eine Menge zu entdecken. Also angesprochen auch schon dieses petrochemische Pharma-Konzept, ja, das mit der Stofflichkeit arbeitet, ja, aus Kommerzgründen Milliarden von Menschen in den Abhängigkeiten bringt, gehört natürlich auch überwunden. Hier zum Beispiel die Frequenzen von Vitaminen oder die Frequenzen von Heilpflanzen zu ermitteln. Ich habe da schon eine ziemlich lange, umfangreiche Bibliothek mit diesen Wellenlängen und Frequenzen. Dann ist es gar nicht nötig, dass man irgendwelche Stoffe zu sich nimmt. Und dann holt man einfach diese heilsame Schwingung, die man gerade in dieser Situation, in der man es braucht, als Information in sein Schwingungsfeld, in sein Informationsfeld. Kann noch ein paar Jahre dauern. Armin, das ist doch das, was du letztes Mal sagte, dass man die Pflanze gar nicht mehr zu sich nehmen braucht, sondern quasi nur noch sich in Schwingung mit der, also in Resonanz gehen soll. Ja, genau, das ist mein Thema. Und diesbezüglich hat sich auch schon eine Frage formuliert in mir. Nur hast du etwas schneller wie ich. Und also ich arbeite ja mit binauralen Beats und sublimalen Informationen mit meinen Musikwerken, die ich hier mache. Und die stelle ich auch allen OkiTalk-Usern, wenn sie mich anschreiben, natürlich zur Verfügung, wenn das jemand möchte.
ganz klar, kann jeder für sich selber entscheiden. Und vielleicht wäre da eine Zusammenarbeit interessant, dass man da einfach, dass sich die Menschen beispielsweise, nur um ein Beispiel zu sagen, einen Kopfhörer aufsetzen, das Ding sich reinziehen und dann haben sie die Energie. Und das ist der einfachste Weg. Natürlich muss sich jeder diesbezüglich informieren, was er macht, weil sonst kann man ja auch wieder dasselbe in das Negative treiben, wie es die Pharma ja jetzt tut. Aber diesbezüglich ist es sehr, sehr interessant. Und da möchte ich noch was anmerken. Ich wollte mir da jetzt gerade ein Buch bestellen und dieses Amazon Pay funktioniert nicht über deine Seite. Über PayPal geht's nicht, da habe ich nämlich gerade kein Guthaben drauf. Vielleicht können wir da noch irgendwie in Kontakt treten. Ich bin der indigene Germane, hier in dem, als registriert jetzt da neu. Vielleicht schreibst du mich mal an und dann können wir hier irgendwie weiter gucken, dass wir das gebacken bekommen. Ja, am einfachsten wahrscheinlich über den Verlag Tradition zu beziehen. Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das mal an. In Kontakt bleiben, Kommunikation und Kooperation immer herzlich willkommen. Ja, da ich ja eh mit dieser ganzen Musikgeschichte arbeite, gerade mit den Frequenzen, das ist ja so spannend und so interessant, wie unser Bewusstsein arbeitet und wir müssen diesbezüglich nicht mal irgendwas tun, sondern wir müssen uns einfach nur die Dinge anhören und dann funktioniert das schon. Das ist sagenhaft. Anstrengungslos. Ja, genau, das glaubt dir keiner. Ich hätte auch noch eine Anmerkung und zwar, wir hatten das ja neulich in meiner Sendung auch gehabt und zwar mit der Skalarwelle. Kannst du da irgendwas mit anfangen, Andreas? Mit was für einer Welle bitte? Skalarwelle. Das heißt, das, was Hertz, war ja der liebe Heinrich Hertz und da gab es ja zu seiner Zeit noch den Nikola Tesla. Sagt dir das irgendwas? Ja, ja. Mhm. Und der Skalarwellenanteil ist sehr interessant. Ja, wie der Vorredner vorhin schon sagte, ein wirklich spannendes Forschungsfeld und was es da alles zu entdecken gibt. Jede einzelne Zelle, ja, hat ihren speziellen, ihre spezielle Schwingung und ging man bisher davon aus, dass der Verstand, das Gehirn, die größte Energiequelle des menschlichen Körpers sei. Weiß man ja heute, dass die Reichweite, die Schwingungsreichweite des Gehirns verglichen mit der Reichweite des Herzens eher bescheiden zu nennen ist. Ja, also da streiten sich die Forscher noch. Manche sagen, das Energiefeld des Herzens sei 300 Meter. Andere sagen, es sei ein paar Kilometer. Ich sage, das Schwingungsfeld des Herzens umfasst das ganze Universum. Ja, da kann ich noch ein bisschen zur Skalarwelle kann ich noch was sagen. Also die Herzwellen, die sind ja grundsätzlich auf und ab. Und die Skalarwellen sind hin und her schwingend. Und beispielsweise bei Pflanzen kann man das wunderbar einsetzen. Ich habe es dieses Jahr probiert. Und das Zeug, das wächst wirklich wie Unkraut. Natürlich wächst bei uns hier alles etwas später, weil die Temperaturverhältnisse bei uns etwas hinten nach sind, weil wir auf 680 Meter Meereshöhe wohnen. Und da ist es ein bisschen schwächer wie, also der Temperaturverlauf wie im Flachland. Und diesbezüglich sind wir einfach ein bisschen eingeschränkt. Aber dennoch wächst es wie Unkraut. Und das ist schon interessant, wie das dann auf einmal einen Wandel nimmt, nur durch einen einfachen, beispielsweise Kegel, den man einfach mit herkömmlicher Haushaltsalufolie basteln kann, wenn man den dann über die Pflanzen steckt. Und das funktioniert. Das ist also sagenhaft, wie einfach es möglich ist. Ja, das ist so der Bereich der Hilfsmittel, der Techniken.
jetzt auch nicht in unmittelbarer Verbindung mit der universellen Harmonik und der ganzheitlichen Schwingungswirklichkeit. Die Hopi in Arizona, die bewohnen ein Land in der Nevada. Das ist so trocken, dass dort theoretisch nichts wachsen kann. Und sie ziehen da Mais, die energieverbrauchendste Pflanze überhaupt. Mit besten Ernteergebnissen. Das ist Bewusstheit. Bewusstsein und Dank. Ja, also Dank ist eine Schwingung, die wahrscheinlich noch viel wichtiger ist für deine Pflanzen als der Kegel. Da wollte ich an der Stelle mal, weil wir auf dem Stream sind, darf ich meinen Dank richten über den Stream? Sehr gern. Und ich danke zurück. Freue mich von Herzen über unser Gespräch und darauf, wie es weitergehen wird. Ich würde mich jetzt gern erstmal ein bisschen zurückziehen wollen, ehe ich an diesem Talk mich dann nochmal melde. Ja, dann kommen wir langsam zum Schluss. Habe ich das richtig verstanden, Andreas? Ja, also angesetzt von 8 bis 10. Dann wollen wir auch nicht endlos überziehen, dachte ich. Oder maximal bis 23 Uhr, so laut kann deine Sendung gehen. Aber wir können auch gerne nochmal einen zweiten Termin aufmachen und was aufsetzen. Na, wir haben ja eigentlich schon einen Sendeplan mit 12 Sendungen, eine im Monat. Da könnten wir uns ja schon mal dran halten. Und na gut, also wenn ihr noch mögt und wollt, dann lasst uns weitermachen, klar. Ja, gibt's. Ja, da ist der Roman da und auch der Marc ist da. Roman, bitte. Ja, wie die Sphärenklänge da mir so die vielen Beispiele angehört habe, habe ich jedes Mal einen Freund von mir neben mir sitzen gesehen, von den Alpenschamanen, der Oji. Weiß nicht, ob ein paar von euch den kennen, den Oji. Der macht Obertongesänge auf schamanischer Heilgesänge. Und wie ich die Sphärenklänge gehört habe, habe ich die Obertonklänge auch da wieder rausgehört, was Schamanen eben benutzen, um zu heilen. Das ist eben, da sieht man schon wieder die Synergie, wie echt und wichtig das alles ist. Vielleicht beim Germanen, du hast auch so tolle Sachen, so, darum möchte ich vielleicht dich noch bitten, vielleicht auch ein bisschen lauter deine Einstellung einzustellen. Du bist verständlich, aber vielleicht ein bisschen lauter ginge noch. Weil du auch sehr wertvolle Tipps auch gibst. Und falls wir fast zum Schluss hinkommen, ich möchte mir vielleicht gerne noch erlauben, ein paar Stichwörter zu erwähnen für die Zuhörer, dass die mitschreiben können, sich für das Thema noch besser einzuvertiefen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Stichwörter dann, die ihr vielleicht anfügen könntet. Wie zum Beispiel ein Stichwort, der goldene Schnitt haben wir jetzt schon gehabt. Oder die Fibonacci-Zahlen haben wir halt besprochen. Wir haben von der heiligen Geometrie gesprochen. Da ist auch die fraktale Geometrie interessant oder die Mandelbrotbaum-Bilder, was man erzeugen kann. Dann wäre ein Stichwort die Blume des Lebens. Ich habe ein bisschen von der vedischen Mathematik auch gesprochen. Im englischen Raum bei den Stichwörtern vielleicht nur Numbers by Natures. Und ein paar Menschen haben mich so beeindruckt, dass ich jetzt mal ein Heureka-Schrein ausrufen durfte. Das waren zum Beispiel der Alexander Lauterwasser, der was Wassertropfen zu lebendigen Wesen macht, Formen zu Raupen, zu pulsierenden Hexagrammen und so. Oder der Hartmut Warm mit den Signaturen der Sphären. Der Axel Glitzke ist da ganz toll, der das Wissen in Stein macht. Da sieht man schon wieder, wie die Geometrie, die Heilige, im Bauwesen der alten präastronautischen Paläoseti-Forschung wiederzufinden ist. Gotthard Seglig, den Wolfgang Wiedergut. Also das ist überhaupt mein absoluter Favorit, leider zu früh von uns genommen worden. Wenn ich an dieser Stelle kurz mal einhaken darf. Ja, klar. Der Vater von Wolfgang Wiedergut ist ein guter Freund von mir, der hier auch in Kärnten in der Nähe wohnt und ein begnadeter Künstler ist. Eine Kapelle ausgemalt hat, die wirklich
also wirklich sehenswert ist, wollte ich an dieser Stelle nur bemerkt haben. Ja, ganz genau. Klaus, unbedingt sollte man auch mal kontaktieren. Das sind Menschen, wenn wir die jetzt nicht sprechen, das bereuen wir ewig, wie das mit dem Wolfgang. Das habe ich auch ewig bereut, dass ich da nicht früh genug reagiert habe. Ja, im Grunde bin ich so mit den Stichwörtern durch. Vielleicht noch den Ernst Glatny, der ist interessant. Das ist schon ein bisschen sehr viel älter. Ja, der hat die Platten mit Reis zur Schwingung gebracht und auch so Formen erzeugt wie der Alexander Lauterwasser. Und okay, ansonsten nochmal danke, Alexander, für dein tolles, profundes Wissen, was du uns gibst. Ja, da gibt es noch viele, viele Namen, die zu nennen wären. Joachim Ernst Behrendt, Hans Kaiser und viele, viele andere mehr. Ja, es ist ein fortwährender Entwicklungsprozess und die gegenseitige Bereicherung mit bestimmten Erfahrungen, die der Einzelne macht, durch die Mitteilung auf die eine oder andere Weise, wie vorhin dieses Beispiel mit dem Schamanen, mit dem Schamanengesang, das ist ja jetzt Resonanz, ja, kosmische Sphären, Obertonklänge und der Obertongesang. Ne, der Schamane saß dort, wo du ihn gesehen hast, ja, weil das ist Resonanz. Ne, da gibt's ganz interessante Berichte, ne, gerade im Didgeridoo-Bereich, wo jemand ein Aborigine aus Australien hier in Europa, als er Didgeridoo spielt, sieht, ja, und sieht, wie er sich freut. Ja. Das, sowas ist ja keine Seltenheit. Das ist Resonanz, das ist Schwingungsresonanz. Wir sind alle miteinander verbunden. Ja, richtig. Ich möchte meinen Dank ausrichten an Andreas Klinksieg und an die Internationer, also die Internationer für allgemeinen, die Interleute, möchte ich meinen Dank richten auch im universellen Harmonik21.org. Da haben wir bestimmt ganz sicher profundes Wissen, geballtes Know-how. Und ich möchte meinen Dank nochmal an die Internationer richten, im Speziellen jetzt hier Andreas Klinksieg. Ja, herzlichen Dank für eure Resonanz. Yeah! Freude! Freude für alle! Ich hab da noch einen Abschluss. Also wir machen ja bis 23, das ist ja klar. Gib die Hoffnung niemals auf. Denn wenn du denkst, es geht nicht mehr, komm von irgendwo ein Lichtlein her. Und wenn du dann erstrahlest, es dient niemanden, wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst. Und bei manchen Stars sieht man es, besingt auch Cornelius, manchen Stars brennen an beiden Enden. Ja, da darf ich in diesem Zusammenhang auch Tonsteine Scherben und Rio Reiser zitieren. Ich werde diesen Weg zu Ende gehen und ich weiß, wir werden die Sonne sehen. Wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Naja, genau. Schön, was ihr hier alles so erzählt, ne? Also, mir geht's, ich bin da ein bisschen praktischer orientiert, mir geht's, also die Lyrik ist natürlich schön und dieses philosophische Austauschen, aber mir geht's um anwendbare Dinge. Und diesbezüglich möchte ich auch wirklich nochmal anregen, ganz, ganz intensiv, dass wir uns hier bezüglich den Schwingungen austauschen, weil natürlich, lieber Andreas, würde ich dir das natürlich auch zur Verfügung stellen, ist klar. Wenn ich da irgendwas tue, aufgrund deines Wissens, oder was ich hier halt einfach ergänzt, dann hast du diesbezüglich natürlich genauso den Zugriff wie alle anderen, die das möchten. Und ich verlange dafür erstmal nichts, erstmal nur für lau. Na, wenn ihr sagt, okay, Mensch, das ist geil, dann empfehlt es weiter und gut. Aber das war's dann schon. Und das möchte ich einfach nochmal anregen, dass ich hier jetzt da nicht hier auf Profit orientiert bin, sondern das einfach mal so mache. Deine Software, die würde mich interessieren, allerdings ist sie nur für Dosenrechner
Und da ich mit Apple arbeite, geht's leider nicht. Allerdings muss ich sagen, ist die jetzt dafür meine Begriffe schon etwas hochpreisig, auch wenn sie jeden Euro wert sein mag. Nur mal so am Rande. Naja, also das ist ein therapeutisches Instrument, mit dem Menschen arbeiten können. Weil es gibt zwar viele Schwingungstherapien, aber solange man nicht die individuelle Schwingungsstruktur des Menschen kennt, solange muss das Ergebnis immer zufällig bleiben. Insofern ist das ein Werkzeug, mit dem Therapeuten die Schwingungsfelder, die individuellen Schwingungsfelder von Menschen sichtbar und hörbar machen können. Ne, auch als Resonanzfeld damit arbeiten, bestrahlen, beschallen zu können. Die Uhr kostet ja 60 Euro inklusive Mehrwertsteuer und enthält kosmische Musik ohne Ende. Ja, ist, glaube ich, nicht zu viel. Abgesehen davon sagte ich vorhin schon, ich glaube, für diese Sternenuhr ist die Zeit noch nicht wirklich reif, weil ich lebe unterhalb des Existenzminimums und warte darauf, dass endlich wichtiger als 5G die Schwingungswirklichkeit des Lichtes Interesse findet. Ja, also insofern sind natürlich praktische Anwendungen der universellen Harmonik hier unterwegs. Gibt eine Reihe mehr und vielleicht entwickeln wir gemeinsam weitere, weil, wie gesagt, dieses Forschungsfeld ist unerschöpflich und wird vielleicht nochmal richtig wichtig werden, ne, wenn es darum geht, durcheinandergebrachte Schwingungen zu harmonisieren und wieder in Einklang zu bringen. Ja, wenn man sich einfach mal den Markt, den Online-Markt ansieht, da werden Geschäfte gemacht mit binauralen Beats, die sich jeder, der ein bisschen Ahnung hat, der muss sich nur ein bisschen einlesen in das Ganze, dann kann er das eigentlich selber produzieren. Und die verlangen wirklich sehr, sehr viel Geld für diese binauralen Beats. Da sind aber keine sublimalen Informationen drin. Und ich denke mir halt immer, wenn ich das selber machen kann und nicht profitorientiert arbeite, dann ist das doch wunderbar. Es liegt an uns, dass wir das einfach auf einen neuen Level heben. Und ich soll dir sagen, also ich lebe hier nur von Spenden. Ich habe überhaupt kein Einkommen. Ich lebe einfach frei. Ich habe kein Einkommen und mir geht's wirklich saugut. Und weil du sagst Existenzminimum, was ist Existenzminimum? Also das muss man alles mal ein bisschen relativieren und das hängt halt immer vom Bewusstsein desjenigen selber. Immerhin hast du einen Garten. Ja, schön. Was soll ich sagen? Ich habe kein Geld, Miete zu bezahlen. Ich habe lebe von einem Budget seit Jahrzehnten. Ja, Idealist. Ja, ich bin Idealist und weiß, dass das, woran ich arbeite, zu gegebener Zeit wichtig sein wird. Darüber hinaus kann ich tolle Geschichten erzählen. Ich habe immer das, was ich wirklich brauche. Ja, das ist kosmisches Geschenk, wenn du so willst. Ja, oder Vertrauen. Na, ja, also. Und darf ich ganz kurz zum Thema Existenzminimum. Existenzminimum ist das: Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, Kleidung, je nachdem welches Klima man hat, und ein soziales Miteinander finden dürfen. Das ist erstmal Existenzminimum für uns alle, für Mensch, Tier und so weiter. Damit ist eine Wertschätzung, dann geht es uns gut und brauchen keine Angst haben. Alles, was Abhängigkeit macht, in der Abhängigkeit zu sein, kann nicht gut sein. Und diese Grunddinge, wenn wir die verstanden haben, dann haben wir eine andere Welt.
Ja, genau. Und ich wollte vielleicht auch noch Nee. erwähnen, ich kann Alexander da auch ganz gut verstehen. Ich kann auch dich verstehen, Germane. Aber das ist, der eine hat das Glück mit den Spenden, der andere hat sie aber auch nicht, muss man auch sehen. Wir von OkiTalk zum Beispiel, wir wünschten uns auch viel, viel, viel mehr Spenden, weil wir uns bei weitem noch nicht so gut entwickeln haben können wie andere alternative Kanäle. Wir würden auch gerne auch videotechnisch endlich das erreichen können, was andere machen. Nur, und da fehlt uns das Equipment. Und wir haben es auch schwer mit Einnahmen und Existenzminimum lebe auch ich. Das weiß ich auch, wie schwer das ist, wenn man dann eine Chance hat, mit seinem Wissen ein bisschen Einnahmen zu kreieren, um die Welt zu verbessern, ja, dann ist gut. Und oft, ich mache es oft so, wenn mir was zu teuer ist, dann spreche ich die Menschen also privat an und sage, du, mir geht es ein bisschen schlecht, aber könnte man vielleicht ein bisschen einen Deal machen und so. Und dann meistens löst sich dann auch da etwas, weil man ja doch mit bewussten Menschen auch sich etwas zusammenwirkt, ja. Also erwirken, das ist das Zauberwort, und dann erwirkt man auch was. Man kann Preise machen und so, das ist auch wichtig. Und alles hat seinen Preis, alles hat seinen Wert. Tue ich Ja, Gutes und rede darüber. ich verstehe das absolut. Klar, also wenn ich das so erkläre, dann ist es natürlich oberflächlich. Und für den Einzelnen mag es natürlich unverständlich erscheinen, warum das jetzt da hier da so funktioniert. Nur mal so, also mir persönlich, also der Person Armin, der gehört überhaupt gar nichts. Die hat nichts, null, nada. Das gehört alles dem Verein. Und ob ich es nutze oder ob es mir gehört, das ist ja eigentlich scheißegal, weil ich kann ja eh nichts mitnehmen. Also nutze ich es halt und wenn es dann soweit ist, dann nutzt es halt ein anderer. Das ist dann halt Dinge, die wir langsam verstehen dürfen. Und klar, das ist ein Entwicklungsprozess. Und das ist dasselbe wie mit der Schwingung und dem ganzen harmonischen Wissen. Das ist ein Entwicklungsprozess und das kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe Jahre gebraucht, bis ich das einigermaßen verstanden habe. Klar, haben wir immer noch Herausforderungen mit verschiedenen Dingen. Aber ja, das ist halt einfach so. Aber das lösen wir auch. Und das Interessante ist, wenn du hier da einfach in das Vertrauen kommst, dass das dann funktioniert es auch. Da habe ich zum Beispiel 500 Holzteile verteilt, also geschenkt. Ich habe vom Netanyahu England, Spanien, Südamerika, Amerika, USA, Kanada meine Wanderstäbe, 500 Holzteile, Holzminister und und. Ich habe das alles geschenkt von nach halt dem Notgeld, das ich hier habe, Hartz IV Stand, und habe das irgendwie aus dem Wald gesammeltes Holz, habe es verarbeitet und dann verschenkt. Mittlerweile haben mir halt Leute schon verbotschaftet, ja, Walle, du lebst nur noch wegen deinem Holzteilen. Ne? Das ist ja unbezahlbar. Das ist, tue ich Gutes und rede darüber. Ne? Ja. Krypto TV, ich würde dir gerne mal eine Holzmünzgal machen. Da unterhalten wir uns dann mal in Ruhe, oder? Oh, da fühle ich mich sehr geehrt. Vielen lieben Dank, Walle. Ja, bitteschön. Da kann ich dann auch wohl noch mal anheften, dass man, wenn man so viel verstanden hat, eigentlich reicher ist wie mit allem Geld auf der Welt, wenn man schon so weit gekommen ist und das so tief, also so weit verstanden hat. Und Andreas, du hast gerade was Tolles gesagt, das mit dem kosmischen Wünschen. Das ja, ist ein wunderbarer Prozess, den man da vollziehen kann, wenn man dann auf einmal dann da was reinsendet und man wundert sich, dass es einfach auf einmal wieder zurückkommt. Das ist ja das Sagenhafte. Du. Ja, Resonanzgesetz, ne? Genau. Wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, von, das Sagenhafte ist ja, ich habe aus Berlin ein Buch bekommen, aus der Türkei ein allsehendes Auge, dieses türkische Auge da. Ich habe bekommen ein Holzminzgerl aus Österreich. Ich habe drei aus Worms bekommen. Und zu guter Letzt ein Helden- und Mythenbuch. Also ich verschenke die beim Metzger, beim Bäcker, beim Straßenarbeiter und bin dann auf teleportierende Straßenarbeiter gestoßen, du.
Das kann man damit ermitteln, ne? Es bedarf dafür nur eine Säge, ein Stab, ein Brandkolben und schon kann es losgehen für deine Lieben und Nächsten. Ja, da gibt es ja viele Ideen und jeder ist mit seinem Projekt unterwegs und der eine verschenkt Holzmedaillen und der andere verschenkt Herzenserkenntnisse. Ja, ein anderer schenkt jemandem ein Lächeln und bewahrt ihn damit vor irgendwas. Ja, also ja, die Art, nicht was wir machen, ist entscheidend, mit welchem Projekt wir da gerade beschäftigt sind, sondern ja, die Art, wie wir zwischenmenschlich damit umgehen. Du sagst, du verschenkst das und freust dich über die Resonanz, die da zurückkommt. Ja, so funktioniert das. Jemand denkt an einen, nur einen liebevollen Gedanken, der vielleicht am ganz anderen Kontinent gerade ist. Und der spürt das, ja, und den baut das auf. Ja, es müssen keine materiellen Dinge sein. Ja. Wie gesagt, in diesem universellen kosmischen Raum sind wir eins mit allem und jeder mit jedem verbunden. Ja, und dann gibt es noch ein tolles Bezahlungsmittel, das ist die Dankbarkeit für das, wenn man was bekommen hat. Absolut, genau. Am besten, wenn man einen Wunsch hat, dann dankt man so, als ob man es schon erhalten hätte. Also ich meine jetzt nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, irgendetwas zu wünschen. Im Grunde genommen sorgt die Liebe Gottes für jeden von uns auf eine Art und Weise, wie es unser Verstehen übersteigt. Und in diesem Vertrauen, ja, dürfen wir frei von allen Ängsten sein, die Klaus vorhin angesprochen hat, wenn das Existenzminimum nicht erfüllt ist, und wenn dann diese Ängste kommen, die machen das Herz eng und verstärken diesen Mangel, ja, vor dem man sich fürchtet, weil das, wovor man sich fürchtet, dem öffnet man die Tür. Nein, Liebe weitet das Herz und insofern ist Angst das Gegenteil von Liebe. Doch wenn wir liebevoll miteinander umgehen, ja, dann ist das das Größte, was wir tun können für die Entwicklung der Menschheit im 21. Jahrhundert und in diesem Erwachensprozess, über den wir heute auch viel gesprochen haben. In Nächstenliebe, richtig. Ich durfte dann einen großen Umgriff sehen. Ja, das fängt dir selber an. Ne? Ja, Liebe ist der Schlüssel. Das Herz gewinnen, ne? Dein Herz gewinnen, ja, also du kannst mit dem Herz von jemand anderem nicht wirklich was anfangen. Ne? Deshalb, diese Fähigkeit, andere lieben zu können, beginnt ja einfach damit, dass du dich selber annehmen und lieben kannst, so wie du bist. Ja, ich wollte noch sagen, mit den 500 Holzteilen 2000 Mann erreicht. Wir haben Nebendimensionen, die haben das wahrgenommen. Es sind halt nur 2000 Mann, aber man kann durch diese Schenkwirtschaft die Herzen der Nächsten erreichen. Ne? Und es kann auch ein Zettel sein, ne? Den du also liebevoll deiner Mutter bereitest. Das sind schon die kleinen Dinge, die Geschenke, die die Welt erhellen können, im Kleinen wie vielleicht dann im Großen. Ich würde da gerne noch anhängen, der Weg der Erkenntnis führt zur bedingungslosen Selbstliebe. Und wenn man sich selbst liebt und lieben kann, der man ist, der oder die man geboren ist und sich auch so annehmen kann, dann kann man die Liebe auch erst wahrnehmen und auch nach außen geben und auch eigentlich erst richtig geliebt werden.
Bestellungen beim Universum, da gab es ein Buch. Man muss den Wunsch nur äußern. Man muss ihn schriftlich fixieren. Man muss gar nichts, ne? Aber man sollte. Und manche hängen, wie bei den Kindern üblich, zum Nikolaustag zum Engel beschauend die Seiten ins Fenster. Ich weiß von daher aus der Reinkarnationserinnerung, Mannheim entstand wegen einer Frau, die hat einen Zettel geschrieben, da stand einfach drauf Mannheim. Der ist ihr weggelaufen. Und was war, es entstand die Stadt Mannheim entstand aus diesem Zettel heraus. Ich hab hier auch einen Zettel im Fenster. Da steht, diesem ist es schön, Göttern zuzuhören. Und es hängt bei mir im dritten Stock, sodass es außenwendig gelesen werden kann von Engeln. Ja, Jenne, bitte. Ja, ich hatte mir da letztes Mal eine tolle Zeile zu aufgeschrieben, wie ich mir das so ein bisschen vorstelle. Also das heißt, von der Illusion zur Vision, von der Vision zur Fiktion, von der Fiktion zu der Manifestation und dann von der Manifestation, dass man dann halt von dem Traum zum Wunsch geht und der Wunsch wird so zur Realität. Ja, die Transformationsprozesse, diese Selbstannahme, die erforderlich ist, um auch andere annehmen zu können, das ist ja Bewusstseinsarbeit, da zurückzukehren in die, ja, wo man zum Selbstbeobachter wird und seine Gedanken anhört. Ja, also der Verstand, der brabbelt den ganzen Tag, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Worte, immer wieder die gleichen. Ne? Und da kommen dann die alten Geschichten hoch. Ne? Das, was man als Kind, als kleines Kind so reingetrichtert bekommen hat. Das Leben ist Kampf. Ja, und der Verstand, bababababam, er ruft ins Universum, das Leben ist Kampf. Und aller Kampf des Universums kommt als Resonanz zurück. Na, wir sollten diese alten Geschichten betrachten, erkennen und transformieren. Zum Beispiel, das Leben ist schön und wir sind hier, um glückselig zu sein. Ja, das ist eine ganz andere Information, die man ins Universum gibt und die ganz anders beantwortet wird. Ich würde das vielleicht auch interessieren, wenn die Planeten, der ganze Kosmos durch diese Radiowellen ja mit uns spricht, die haben uns ja was zu sagen auch. Wir sollten ja auch hinhören, gegenwärtig hinhören. Was würden sie mir jetzt in dem Moment gerade sagen? Und ich habe also so mal die Hirnerschei Satellitenaufnahmen ja an, was wie sie die von der Sonne machen und so. Aber kann man sich das nicht auch direkt live anhören? Ja, das ist ja die Funktion der Sternuhr-Kosmochron. Du hörst den Augenblick jetzt, ja, mit Planetenkonstellationen und allem. Aber das Wichtigste sind nicht die Planeten, sind nicht die Sterne, weil jedes Atom, ja, besteht aus so einem Sonnensystem, wo die Atomteilchen um den Proton kreisen, wie die Planeten um die Sonne. Ne, alles ist Bewegung, alles ist Schwingung. Wie viel mehr als das ganze materielle Universum bist du als Oktave Gottes? Es gibt einen Spruch. Wenn es im Universum einen Ort gibt, an dem du die Welt aus den Angeln hebst,
dann ist es dein Herz. Ja, zumindest ist deine Welt, ne? Ja. Ist es auch hilfreich, wenn man so spezielle 3D-Kopfhörer sich besorgt, oder reichen da normale Stereo-Hörer? Ja, desto besser der Sound, desto besser die Resonanz, ne? Weil wir reden ja über Schwingungen. Ich habe ja mal von diesen 3D-Kopfhörern gehört, ich habe da keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob die kompatibel sind eben, ob man da nicht, ob man für 3D-Kopfhörer da speziell programmieren muss oder ob das eben da auch, darum frage ich nämlich auch noch. Ja, also wir brauchen nicht wirklich bessere Technik, wir brauchen höhere Sensibilität der Wahrnehmung. Also ich habe gehört, Hörschallwandler seien die optimalen Lautsprecher. Ich werde das demnächst ausprobieren können. Aber wir brauchen nicht wirklich mehr Technik. Also eine der Nebenfunktionen dieser kosmischen Sphärenklänge der Software Freeflow Energy ist, ja, wenn man das eine Weile hört, diese kosmische Sphärenklänge, dann merkt man, man hat Fenster und Türen auf und die Klänge draußen, fährt ein Zug vorbei, Straßenverkehr, ein Trecker, etwas, was einen vorher so ein bisschen vielleicht irgendwie aus der Ruhe gebracht hat, oder wird plötzlich eingezogen in diese kosmische Musik und wird zum Teil dieser Musik. Ja, und wenn man das eine Weile gehört hat, so auch gerade in Beziehung mit dieser Sphärenharmonie mit den Außengeräuschen, dann reichen einem manchmal nur diese Außengeräusche, um in harmonikaler Ergänzung auch die Sphären des Universums zu hören, ganz ohne Boxen. Ja klar, vor tausenden von Jahren haben die Schamanen das ohne Technik hören können. Darum ist es ja heute alles so gleich. Das, was wir jetzt über die Boxen durch die Satelliten hören, ist eins zu eins von den rituellen musikalischen Gesängen und Instrumentalen zugleich. Man hört Gesänge und Instrumentales aus diesen Sphärenklängen, ja. Und das ist wirklich eins zu eins. Aber, ja, wir haben viel verlernt. Wir zivilisierten, sogenannten zivilisierten Menschen, unsere Sinne sind verstumpfter worden. Darum muss ich halt auch hier und da mal fragen, ob ich mit 3D-Kopfhörer mich wieder ein bisschen als Überbrückungsphase, die kurz benutzen könnte. Ja, nur, auch nicht nur die Sternen sicher sind fundamental wichtige wie Planetengeräusche, aber ich stelle mich manchmal in einen Sturm rein und höre auch den Wind zu, wie er mit den Gräsern spielt, wie er mit den Gräsern singt und wie er mit den Bäumen ein murmelndes Rauschen inszeniert. Ja, also nicht nur im Kosmos, auch auf unserer Erde kann man es wiederholen. Ganz genau. Die Musik der Natur beispielsweise, ja, also klang schon an heute, dass wir in unserer sinnlichen Wahrnehmung doch eher sehr beschränkte Wesen sind. Zum Beispiel der Gesang von Vögeln. Na, die hören 200 Töne, können sie unterscheiden, pro Sekunde. Ja, das kriegen wir nur als Piepsen rüber. Ja, nehmen wir nur als Piepsen wahr, als Gezwitscher. Was dann so ein Forscher aufgenommen hat und die 16. Geschwindigkeit hat laufen lassen. Und man höre und staune, was für wunderbare Melodien sich verborgen haben in diesen Piepsen. Und dann hat der Forscher diese wunderbaren Melodien nachgesungen und ließ das Tonband ins 16., Achtel, Viertel, halbe Geschwindigkeit wieder auf die Ausgangsgeschwindigkeit zurück. Und es war wieder nur ein Zwitschern oder dieses Piepsen. Ja, also, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Vögel. Das bezieht sich zum Beispiel an anderer Wilson, heißt da so ein Forscher, der die Grillen aufgenommen hat und die Geschwindigkeit wesentlich reduziert hat. Und man muss staunen. Ein Chor, er nannte den göttlichen Chor der Grillen,
eine Musik, ja, ein Chor, wie Johann Sebastian Bach ihn nicht besser, schöner hätte komponieren können. Ja, das ist die Natur, die wir, ne, alles klingt, alles schwingt, ne, und unsere Wahrnehmung ist eben da sehr, sehr beschränkt. Das kommt in Wahlgesängen dann ganz gleich. Das mit den Grillen und den Vögeln habe ich auch schon gehört. Das hat mich, wie ich das damals gehört habe, mit dann als erstes, das erste Triggerwort war für mich Wale. Ja, Also die Synergie halt, meine ich, wie ähnlich das alles ist. Und andere Botschaft sagt, hat man auch gehört, dass diese Gesänge das Feld der Erde stabil halten. Wird man den letzten Vogel und Wal eliminieren, dann wird dieses Frequenzband, wie man es auch immer nennt, ja, zerstört werden und mit der Erde und allen Lebens wäre es vorbei. Aber das ist halt so Gedanke. Ja. Ja, also da sind Zukunftsszenarien, an die man besser nicht denkt, gerade im Hinblick, was wir gesagt haben, die Schwingungen, die man ins Universum aussendet als Gedanken, ja, Ängste und so, wie das zurückkehrt, resonanzgesetzmäßig. Ja, Wahlgesang. Andere Forscher haben Dioden, Wurzeln von Pflanzen mit Blättern der Pflanze verbunden und die Signale in Synthesizer gespeist. Ja, wunderbare Musik, ja, also und jede Berührung, ja, jeder Gedanke, den du in Kommunikation mit dieser Pflanze sendest, wird reflektiert. Und dann haben Forscher die Wurzeln der Bäume mit Dioden verbunden mit dem Blattwerk der Bäume. Und ja, das hörte sich an wie Wahlgesang. Ja, einfach nur herrlich. Nicht herrlich, wunderbar. Wir wollen die Dame nicht herabsetzen. Wunderdämlich. Entschuldigung. Also ich denke, wenn du diese 3D-Kopfhörer, die verwenden sie ja beispielsweise in Militärjets, um den Piloten die Wahrnehmung zu erleichtern, beispielsweise ob es da irgendwie ein Feind beispielsweise, also wo sie bekämpfen müssen, von links oben, rechts unten, egal wo, irgendwo kommt, dann ist es wohl wichtig. Jetzt rein für Therapiezwecke, das war, was ja bei uns eigentlich im Vordergrund ist, dass wir hier uns optimieren und für andere eine Bereicherung sind, da ist es, denke ich mal, nicht notwendig, also diese 3D-Kopfhörer. Für die Wahrnehmung wiederum, wenn ich sagen muss, okay, das kommt jetzt da hier aus dem Eck, wenn wir können uns alle erinnern, wenn wir irgendwo ein Geräusch hören, dann richtet sich unser Blick dahin. Und im militärischen Bereich mag das wichtig sein, aber im therapeutischen Bereich eher weniger. Okay, danke schön. Was mir vielleicht auch noch zu den Gesängen der Grillen, der Vögel und der Wale einfällt, dieser Wort, das sind die befriedenden Befeldungen. So befriedende Beschallungsfrequenzen machen diese wunderbaren Wesen mit uns. Da wäre es halt interessant, in welcher Frequenz die schwingen. Zumindest nicht unangenehm, weil sie manche Leute sogar Grillen in Käfigen leider nach Hause nehmen. Und das ist, hat eine Frequenz zwar, sagt man, der dB-Frequenz wie ein Presslufthammer, aber es hört sich für uns nicht stressig an. Es ist was Befriedendes. Mit der Presslufthammer neben uns an, wird man sicher nicht, wird man sehr grantig werden. Obwohl es dieselbe eben dB-Frequenz hätte. Ja, die dB ist ja nun die Lautstärke. Es geht ja letztendlich um die Schwingung selber und nicht um die Amplitude oder die Lautstärke.
sondern es geht um die Schwingung. Wie hoch, was ist das für eine Schwingung? Ist das beispielsweise 432 Hertz, was ja beruhigend wirkt? Und wenn jetzt halt es einfach nur dementsprechend gepulst wird, bleibt trotzdem 432 Hertz. Das ist jetzt kein Unterschied. Da muss man halt ein bisschen genauer hingucken. Ja, also die Frequenz alleine ist es ja nicht. Es sind die Ober- und die Untertöne, die mit dem Universum in Verbindung bringen. Das ist ein Spezialgebiet der universellen Harmonik, etwas, was auch Pythagoras auf dem Monochord beweisen konnte, dass Oberton und das Untertonschwingungsfeld, das Lambdoma genannt wird oder das pythagoreische Chi. Wir hören sie eigentlich nicht, diese Obertöne, aber sie machen das aus, was die Intensität der Musik angeht. Na, deshalb ist diese Geschichte mit diesen modernen Speichermedien, wo der Frequenzbereich weggeschnitten wird, der oberhalb oder unterhalb der menschlichen Hörwahrnehmungsfähigkeit liegt, um Speicherplatz zu sparen. Das ist sowas wie eine Amputation, ja, weil das ist das, was eigentlich lebt in den Klängen, ob die Klänge der Natur, die Klänge des Universums oder die Klänge einzelner Zellen unseres Körpers. Ja, wo auch Forscher interessante Hörerlebnisse hatten, die kranke Hefezellen hörbar machten. Und das war dieser Presslufthammer, der vorhin Erwähnung fand. Ja, also während eben eine gesunde Zelle singt. Das interessiert mich, das hat jetzt eine Frage bei mir aufgeworfen, wie du das erwähnt hast mit den Speichern der Frequenzen, also der Ton, der Töne, was wir hören können. Man sagt, die Schallplatte ist bis jetzt die unübertroffenste Speichermedium. Umsonst habe ich es auch auf die Voyager mitgeschickt, auf eine goldene Schallplatte. Ich habe auch schon Forschungen gemacht, inwieweit die Schallplatte Genauigkeit aufweist bei Speichern von Tönen. Ja, die Mühle auf jeden Fall viel bessere Schwingungsergebnisse als CD oder DVD. Aber das letztlich wirklich wahrnehmende und alles fühlen könnende Medium bist du. Es ist ja auch ein Unterschied. Also man muss das ja, rein datentechnisch ist es ja so, es gab diese Mini-CDs für das Auto und die haben in dem Spektrum funktioniert, dass beispielsweise, wenn ich einen Staubsauger laufen habe, dann höre ich zum Beispiel nicht irgendwie die genauen Unterschiede von den Frequenzen oder von den Instrumenten. Und diesbezüglich haben die sich halt auf den Lautstärkepegel von einem Auto eingeschossen, was sind da für Frequenzen und was hört man und was hört man nicht. Und da ist nur über die hörbaren Frequenzen gelaufen. Dass wir natürlich auch die tiefen Frequenzen beispielsweise spüren und nicht nur hören, darauf ist man nicht eingegangen. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Manko. Das MP3-Format selber ist ja auch eine Datenreduktion. Wenn du richtig gute Daten haben möchtest, dann brauchst du schon, da geht es um die unterschiedlichen Dateiformate, die es halt eben gibt. MP3 ist immer ein bisschen reduziert, geht aber noch. WAV wäre besser. Dann gibt es ja noch diese MIDI-Dateien, die sind umfangreicher, aber die wenigsten Player spielen das ab. Und deswegen muss man halt gucken, dass wir da einen goldenen Mittelweg finden. Also die normalen CD-Player, die spielen WAV-Dateien ab. Das geht schon. Und die MP3-Dateien, die sind halt dementsprechend ein bisschen reduziert. Allerdings, wenn man die Musikstücke dementsprechend auf MP3 vorbereitet, dann geht es auch. Also es ist jetzt nicht ganz so eng, wie es scheint. Allerdings muss man schon ein Augenmerk drauf haben. Aber dennoch ist es alles Konserve. Am besten Live-Musik.
und noch besser selber Musik machen. Ja, also das verbindet mit dem Herzen und auch mit den Herzen der Mitspieler auf eine Art und Weise, wie sie keinen Tonband wiedergeben kann. Naja, man spürt ja, wenn man selbst Musik macht, wie der Körper mit vibriert. Ich tue mir beim Meditieren schwer, aber da, so kann ich mir das Meditieren dann oft vorstellen. Ja, Musik machen ist Meditation. Es ist ja auch die Frage, wie man Meditation definiert. Viele meinen, du musst da in einen mega tiefen Trance-Zustand verfallen, bla bla. Das ist alles Unsinn. Allein wenn du dich nur auf den Atem einatmen, ausatmen konzentrierst, ist es bereits eine Art von Meditation. Und das, Na, vom Sinne des Wortes heißt Meditation in die Mitte gehen. Ja, das, darum geht es, egal welche Technik oder am besten keine Technik, sondern das Vorbehaltlose, das Erwartungslose, das einfach fallen lassen aus den Verstandesstrukturen in das ganzheitliche seelische Sein. Das ist, hat so viele Facetten, und je mehr wir irgendeine Technik wählen, desto mehr engen wir uns ein auf die ganzheitliche Erfahrung des Seins. So, wir kommen bald zum Ende. Die letzten Minuten, sage ich mal, um die 3 Stunden voll zu machen. Andreas, ich bedanke mich schon mal ganz arg bei mir und ich freue mich auf das nächste Mal, im nächsten Monat. Haben wir da schon einen Termin fixiert? Weißt du das? Nein, bislang haben wir nur die Themen markiert. Aber wie es am besten passt. Ja, Klaus, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Und allen, die sich an diesem Gespräch beteiligt haben. Ja, ich freue mich. Danke. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich natürlich an unsere Redner hier. Die können gleich auch nochmal alle Tschüss sagen hier. Nochmal einen kurzen Tschüss-Winker. Und möchte nochmal hinweisen, dass wir morgen natürlich auch online sind. Da geht es auch zweimal los, schon ab 15 Uhr morgen. Da heißt es Wahlbündnis Österreich. Da treffe ich hier bei mir zu Hause den Wolfgang Sandmeier. Und ja, ich bin gespannt, was das Wahlbündnis in Österreich zu sagen hat. Und sie wollen irgendwas machen hier, Unterschrift sammeln. Und ich bin einer, der gerne auch vernetzt und versuche auch die österreichischen, ja, politischen Parteien auch mal zu sehen, wo haben sie denn auch ihre Nerv und ihre Programme, Ausrichtung, wenn man in diesem System ist, und bin gespannt, wie, ja, dort eine, wollen alle die bessere Welt, eine was auch immer, aber naja, das werden wir morgen dann näher erläutern, denke ich. Dann aber ab 20 Uhr haben wir die Bettina und den Franz Windischbauer bei uns. Und da geht es wirklich ganz spannend, wieder eins meiner Themen, haben wir ja kennengelernt beim Pfingstsymposium, beim Heini Staudinger von der gea.at. Immer wieder gut, und vor allem die Schuhe, kauft euch keine Schuhe von Deichmann oder sonst was. Naja, ich darf ja keine Firmennamen nennen, es soll ja keine Beleidigung sein, aber da geht es auch um Kinderarbeit und das Ganze. Und man stärkt dadurch die Region, und morgen heißt es Landwirtschaft, neue Wege, andere Wege für Kleinbauern. Und da gibt es so einiges Tolles zu berichten. Also ein ganz tolles Paar, was morgen auf uns zukommt. Ja, ganz lieben Dank, sag ich. Und jetzt dürft ihr nochmal alle, Matthias, Marc und auch Roman, Jenne, Germane, mal nochmal rauswinken und ja, Tschüss sagen und wie auch immer. Ganz kurz. Also, Matthias, wie hat's dir gefallen? Und sag's dann Tschüss. Ja, ich fand die Sendung hochspannend, interessant und freue mich auf mehr und bis bald. Super, Marc. Ja, ich finde, die Sendung war gülden. Sie führt auf den richtigen Pfad. Gib niemals auf. Auch ich habe meine Erstschritte in Telepathie begonnen, bis hin zu dem Moment, als Kaiser Wilhelm mit mir eine Flagge, ins Fenster hängt. Also, das geht meditativ dann auch. Danke dir, Wale. Du musst manchmal schmunzeln. Und der Roman. Ja, also die Sendung hat sehr intensiv angefangen und gerade die letzte
Abgrund ist dann so toll in die Tiefe auch nochmal eingetaucht. Wir haben wirklich alles angesprochen, was man so mal so anteasern kann. Der Zuhörer kann sich jetzt da wirklich mit vollgepacktem Wissen auf die Recherche machen. Alexander möchte ja, Andreas, Entschuldigung, Andreas möchte ich mir sehr herzlich bedanken. Ich möchte vielleicht auch noch die Waage halten mit den therapeutischen Geräten, was man so alle erwerben kann, auch die, zum Beispiel die russische Heilmethode, mit der Raumfahrt, russische Raumfahrttechnologie und das alles, alles was so therapeutisch ist, hat einen gewissen Anfangspreis und da ist das von Andreas doch eher Anfangsbasis, ja, und was Erfolg hat, das, den gebe ich einfach recht, das hört sich für mich stimmig an einmal schon. Und weil ich mich mit Frequenzen von Heilung auch wirklich gut auskenne, hat das was für mich. Und ja, ich bedanke mich nochmals und freue mich auf neue Sendungen dann. Danke, Roman. Und Janne? Ja, schließe ich mich an. Ne? Sehr spannend und ja, tolle Zeitreise wieder. Da kann jeder abgeholt werden und kann jeder sich wiederfinden. Es ist einfach spannend und gut und ja, bis das nächste Mal. Ja, auch dir danke, Jenne. Und der Armin. Ja, ich muss sagen, Sendung sehr, sehr spannend. Über die Seite selber kam mir gerade vor, bin ich schon vor einiger Zeit gestolpert und habe mir damals gewünscht, dass es das irgendwann mal für andere Betriebssysteme auch gibt, außer für Windows. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir hier bezüglich der ganzen Schwingungsgeschichten vielleicht was gemeinsam auf die Beine stellen könnten. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich sage allen hier danke für euer Sein. Da möchte ich kurz noch drauf eingehen, auf diese nur auf Windows. Das ist zwar an sich richtig, aber da gibt es ein kostenloses Programm, damit kann man virtuelles Windows auf Mac einrichten. Oder auch für Linux und so. Und damit ist das auch auf Mac kein Problem. Ja, das ist was zum Ausprobieren für den Armin. Ja, Armin, berichte mal drüber, da bin ich auch neugierig. Es geht ja auch auf einem Windows-Rechner Linux drauf und ich denke mir, da gibt es bestimmt schon die Lösung, möglicherweise. Ja, Andreas, der Abend geht jetzt zu Ende. Und ich glaube, du hast dich auch wohl gefühlt. Zumindest, ja, da braucht gar nicht dran zweifeln. Das war ein schöner Abend, auch für mich. Danke. Danke, so ist es. Die Freude mit uns allen. Und nun habe ich noch auf dem Plattenteller einen Song, den zum Abschluss, wer noch im Nachtalk kommen möchte, kann das gerne tun. Ja, ganz irgendwie anders ein Lied, aber was gut ist, sind die Rolling Stones und da geht es um Angie. Und ich dachte, der passt heute Abend rein. Nach so viel Tiefengang ist das auch ein gutes Lied, denn dieser Song, auch textlich, finde ich persönlich sehr gut. Vielleicht nehmt ihr was mit nach Hause. Morgen ab 15 Uhr, wie gesagt, da ist die Rubrik bei uns, heißt das Politik zum Anfassen. Ja, und wir haben in den nächsten August, September ganz tolle neue Gäste heute schon bestätigt bekommen, noch nicht im Sendeplan stehend. Ich möchte euch nur ein bisschen neugierig machen. Ja, da kommen noch ein paar sehr interessante Gäste und schaut mal wieder in den Sendeplan rein und hinterlasst doch mal einen Kommentar auf den Artikel heute Abend hier von Andreas Klingsig. Und in dem Sinne, Musik ab, lasst es euch gut gehen, bis nachher im Nachtalk. Tschüss, ciao, ciao, baba.